Ja, Violette, du kannst das gerne mal versuchen. Aber sie hat sich selber schon, da hat man schon gemerkt, ne? Die hat sich schon so ein bisschen selber entschieden. Irgendwie. Ja. Diesen Weg zu gehen. Amir, grüß dich nochmal. Also heute bin ich ein bisschen vorbereitet. Ja, jetzt lächelt er so hinterher. Hör mal zu, ich bin genauso wie du. Ich bin ein Sohn Gottes oder Kind Gottes. Wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, ja. Weißt du Also, noch, okay, alles klar. Abraham, Isaak und Ismael, ja. Da sagst du, woher habe ich diesen Shit erlebt? Ja, hör mal zu, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe Theologie studiert. Dr. Scherer war mir. Die wollte wie viele Leute immer so zu mir kommen und sagen, ich feiere dich, obwohl ich Moslem bin. Dann sage ich, ja, du magst den Dr. Scherer, aber ich weiß. Nein, die sehen das als so wie in dieser lustigen Form mit dieser ABK-Sache halt. Ne? Das hat schon gut. Gute Detonation ausgelöst, ne? Eine gute Detonation, ne? Du bist Beste, Amen. Nein, Jesus Christus ist der Beste. Der Schönste, der Beste, der Wundervollste, der das wahre Vorbild, der Wahrhaftige. Ich habe Theologie studiert. Hallo, Bruder Amir. Hey, du sollst mir eigentlich 13 Löwen senden und 28 Universen, wenn du mit mir reden willst. Ach, Papalapap. Wie geht's dir, Bruder? Ja, mir geht's ganz gut, dem Handy. Du bist ein Lob und dein. Amen, sehr schön, das freut mich. Das ist schön. Ich wollte eigentlich mit Da geht aber nicht Samuel. schlecht, um 38 Löwen zu senden. Sonst hole ich dich nicht mehr hier hoch. Du Ach, hör kannst nicht auf. mehr mit mir reden. Ach, hör auf mit dem Quark. Ich wollte eigentlich Was möchtest du versuchen. uns mitteilen? Nochmal was? Was möchtest du uns mitteilen? Ich wollte versuchen, mit der Sari ein bisschen zu reden, dass ich ihr vielleicht mein Zeugnis erzähle oder. Sari, wo Ja, ist sie denn? ich Ach, so weiß. hieß die. So hieß sie von eben. Ja, genau, die von eben. Aber merkst du, der Herr Jesus Christus hat sie die ganze Zeit gerufen. Dann sagt ihr auf einmal, ja, wir sollen alle Menschen so behandeln, wie wir auch gerne behandelt werden möchten. Genau. Dann sagst du, ja, woher hast du diesen Satz? Ja, von meinen Mormonen. Ja, woher hat er denn den Satz? Ja, das ist von Jesus Christus, Mann. Amen. Alles kommt von Jesus Christus, aber die Menschen checken es nicht. Alles, alles komplett. Er ist so wundervoll. Wie könnt ihr seine Liebe verwehren? Wie kann man Gottes Liebe verwehren, wenn ihr das nur einmal versucht, nur ein einziges Mal Wir aufrichtig zu wollen sagen? Gott wird in dieser Gesellschaft ausgeschaltet. Das ist das Problem. Ja, Wir weil. leben in einer absolut gottesfeindlichen Gesellschaft hier. Gottesfeindlichen Gesellschaft. Ja, leider, leider. Aber Gott ist so wunderbar. Er ist so voller Güte und Liebe. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Ich bin auch eine Ex-Muslimin. Ich habe es zwar nie praktiziert, aber ich war einfach reingeboren. Ich kann ja auch nichts dafür. So.
Und als Gott mich rief und ich diese Vergebung spürte, als der Heilige Geist mich überführt hat über meine Sünden und ich vor Gott wie Paniermehl quasi zerbröselt worden bin, ja, durch die Liebe Gottes, die hat mich auf die Knie gezwängt, nicht aus Druck oder Angst. Die Liebe hat mich runtergezwängt und ich habe alles dem Herrn gegeben und ich habe die Vergebung und die Liebe gespürt. Und ich kann euch nur sagen, egal wer da zuhört, Leute, es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Stärkeres als die Liebe und die Vergebung in Jesus Christus. Und ihr werdet alle, jedes Knie wird sich beugen, aber ich bitte euch von Herzen, wirklich aus aller Liebe, die Gott mir gegeben hat in mein Herz für alle Menschen, dass ihr Gott einfach nur einmal aufrichtig bittet und ihm sagt, wer bist du? Ich höre so vieles, ich bin ein Mensch. Ich kann nicht Gott einschätzen oder kennen. Nur Gott selber kann dir diese Wahrheit geben, wenn du ihn fragst. Denn er hat es versprochen. Und Gott ist treu und gerecht. Was ist so schwer daran zu fragen? Gott, wenn du wirklich Gott bist, zeig mir doch, wer du bist. Das ist doch nicht so viel verlangt. Das ist doch ganz einfach. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse, indem ihr Gutes nachfragt. Und Gott ist gut. Sehr gut. Amen. Danke, Vio. Gerne, Amja. Okay, Gott segne dich, mein Lieber. Danke, dich auch, okay. Mein Lieber. Sie kommt rein. Warte, sie kommt rein. Ah, sie ist da, okay. Sehr schön. Hallo, Sari. Hallo. Ja. Hi, Loretta. Wie geht's dir? Gut, danke, danke. Und dir? Sehr schön. Mir geht's wunderbar, danke schön. Das ist schön, das freut mich. Also, ich weiß nicht, ob du gerade alles zugehört hast. Soll ich euch nochmal Kaffee machen, nee, oder was? Kaffee da rein, ja, mach mal Kaffee, bitte. Gott. Leute, bitte kein Stress. Ich hasse das Stress. Ich soll jeder meine Meinung erzählen, aber bitte kein Stress. Was soll ich euch holen? Machst du uns einen Kaffee und ein bisschen Kuchen dazu, danke. Ich glaube, ich bin im falschen Film, ey. Das kann doch nicht wahr. Warum? Bruder! Wir müssen doch den Herrn betreuen. Ich mache auf mit zwei Frauen, die sich jetzt unterhalten und ich bin mitten unter ihnen. Ne? Okay. Das ist nur sein Humor, Sari. Alles gut. Das ist Amja. Kein Problem. Ich mag ihn ja auch. Ich folge ihn ja auch schon, seit er bekannt ist tatsächlich. Und Amir ist doch toll. Guck mal, er versprüht so viel Liebe, er hat einen super Humor. Das stimmt tatsächlich. Er ist ein wunderbarer so Mensch. Ja, Sari, guck mal, er ist fair, er redet nie unfair. Es gibt keinen einzigen Menschen hier, der gut tut. Auch nicht einer. Ich mag ihn wirklich sehr. Wie gesagt, ich folge ihn schon seit von Anfang an. Ja. Ich mag sein Content und ich finde ihn auch sehr schlau und akzeptiere auch seine Meinung. Genau. Ja, guck mal, Sari, es geht hier nicht um persönliche Belange oder persönliche Meinungen, sondern es geht um sagen wir mal, du bist ja jetzt nicht gläubig, dann gehen wir mal mit Verstand da dran. Er geht ja mit Fakten an die Sachen. Er nimmt ja nicht irgendwas von irgendwo, sondern das sind ja authentische Quellen, sowohl biblisch als auch aus dem Koran, Hadithe, Sunna und so weiter. Das sind alles authentische Quellen. So. Und deshalb finde ich das halt immer sehr unfair von vielen Menschen, die ihn halt als Hetzer oder als Lügner betiteln, wobei er einfach authentische Quellen nennt und auch sofort zeigt. Die kann jeder Mensch nachprüfen. Das ist ja nicht etwas, herauszieht, ne? Ja, ja. Und da muss man einfach fair bleiben, auch wenn mir das jetzt nicht schmeckt. Wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, ich weiß nicht, irgendwas aus der Bibel mir vorliest und es erscheint als ein etwas heftiger Vers, dann sage ich als Kind Gottes, den ich Jesus Christus folge und kennengelernt habe, dann sage ich dazu Amen. Egal, was da drin steht, ich verdrehe es nicht, ich versuche es nicht schön zu reden, sondern ich versuche die Thematik dieses Verses zu erklären, aber nicht drumherum zu lesen. Ist auch richtig, ja. Ist auch richtig so, ja. Und das ist halt Fairness, weißt du? Man muss halt fair bleiben. Das ist einfach so. Egal, ob der Vers dir geschmeckt oder nicht. Das funktioniert halt leider nun mal nicht. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber guck mal, diese ganzen Versen und sowas, das ist aus einem Buch, ja? Ja. Und du hast ja gerade gesagt, das sind Fakten. Ja. Fakten kann man beweisen.
Genau. Diese Fakten, die in diesem Buch sind, die wurden irgendwann mal von irgendjemandem aufgeschrieben. Ja. Aber das heißt nicht, dass es ein Fakt ist. Das ist Okay. etwas, was von irgendeinem Menschen aufgeschrieben worden ist. Aber ein Ja. Fakt bedeutet, du kannst es beweisen. Ja? Okay, gut, dann gehen wir dann auf Beweise. Zum Beispiel, Ja. also, der Koran, hast du recht, da drinnen sind nicht Dinge, die man wahrhaftig beweisen kann. Denn es gab keine Mondspaltung, es gab keinen Flug mit einem Esel und solche Sachen. Das ist alles von Menschenhand geschrieben. Das stimmt, richtig. Jetzt gehen wir aber mal auf die Bibel. So, Okay. das sind bis heute nur aus der Bibel, vom Alten bis zum Neuen Testament, über 3.628 erfüllte Prophezeiungen, die du historisch, geschichtlich, archäologisch nachweisen kannst. Genauso wie die Existenz Jesu Christi, die Kreuzigung Jesu Christi und sogar die Auferstehung wurde bewiesen, außerbiblisch. Das hat mit der Bibel nichts zu Darf ich mal tun. eine Frage stellen? Tatsächlich, also ich bin jetzt nicht gegen dich, ne? Ja. Mir wurde es ja auch in der Kirche damals auch alles gesagt, auch zum Beispiel jetzt mit der Kreuzigung und der Auferstehung. Wo Ja. sind da aber tatsächlich die Fakten? Wo ist der Beweis? Außer dass es im Buch steht und eventuell Ja, sage ich dir irgendwelche ja. Sachen. Habe ich dir ja gerade Okay. gesagt. Es ist außerbiblisch bestätigt, die Existenz Jesu Christi, die Kreuzigung Was Jesu Christi. heißt denn außerbiblisch Historisch zum Beispiel, du kannst historische Quellen Historisch. aufgreifen. Genau, aus der Historie, Und Geschichte, aus der Wissenschaft, okay. archäologisch zum Beispiel die Arche Noah. Die wurde Ja. gefunden in den Gebirgen der Türkei. Okay. Also Und diese das war dann Flut. aber auch, also die Arche. Also man weiß ganz genau, dass es die Arche war von dem Mensch. Und Genau, man man weiß auch weiß ganz es. Weißt du genau, warum? Weißt du wo, warum? ja, bitte. Also, das wurde bewiesen, weil in der Bibel ist die Arche Noah, wie er sie bauen sollte. Ja. Wie lang, also ellenlang, wie lang die sein sollte, welche Kammern, in welcher Größe, mit welchem Holz und dies und das. Alles wurde detailliert von Gott zu Noah gegeben, wie er das zu bauen hat. So, und Okay. als sie die gefunden haben und mit der Bibel verglichen haben, ist es eins zu eins in jedem Detail so, wie es beschrieben ist in der Bibel. Und deswegen weiß man, dass es Und welche diese Menschen Arche haben Noah das war. gesehen? Also welche Menschen haben das beobachtet und ausgemessen und wer waren das? Archäologen waren das, professionelle Archäologen, die das entdeckt haben. Und Hast du da irgendwelche Namen und Jahreszeiten und so, also so. das kannst du alles finden im Internet. Musst du einfach auf Ja. die Suche gehen und dann wirst du da schon Kannst du einige. ja mir, ich meine, du bist ja diejenige, die mir das jetzt gerade sagt, dann Ja. musstest du mir auch sagen, wann das war Also und ich wer weiß es nicht mehr, wie machte. das Video genau heißt, aber du kannst es einfach eingeben. Nein, Fund. das Problem ist, sie möchte keine Eigenrecherche leisten. Sie will einfach nur, dass alles so präsentiert haben, aber Ach das ist ja so. nicht so, wie du denkst. Muss auch mal ein bisschen selber auch auf Nein, die nein, Suche gehen. nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du Guck mal, willst, du dass man dir erzählst alles auf mir. dem Silbertablett Nein, präsentiert soll. definitiv nicht. Aber du erzählst mir jetzt gerade was, oder sie, Ja. und da erwarte ich ja auch, dass sie Gerade mir auch eben, als ich Beweise noch mit dir vorlegt. geredet habe, hast du sogar die Existenz Jesu angezweifelt, obwohl es historisch bewiesen ist. Da Es gibt es ist nichts dran bewiesen. rumzurütteln. Es ist Es gibt bewiesen. ja immer wieder verschiedene Versionen von Jesus Es tatsächlich. gibt nicht verschiedene Versionen. Wir haben den historisch bezeugten Jesus aus der Bibel. Ganz genau. Beispielsweise ein Okay. Historiker namens Flavius Josephus. Kannst du mal Ich diesen kenne Namen auch. googeln, was er über Jesus Christus aussagt? Ganz ehrlich, ich kenne ja auch ein Jesus beziehungsweise ein Jesus in Mexiko, der jetzt da auch schon seit, keine Ahnung, 90 Jahre lebt. Nein, 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 den historisch bezeugten Jesus Christus. Unabhängig voneinander, Historiker beweisen eindeutig, dass dieser Jesus Christus aus der Bibel wahrhaftig existiert hat. Ganz So ist genau. das. Und nicht So, und irgendein welche? Jesus. Und nicht irgendein Retus aus Mexiko oder aus Kolumbien oder aus Kuba. Das ist Nein, aber nein, nein. Pflanzenfleisch. Sorry. Sorry, guck mal, sogar eine. Mit so einem Sombrero auf dem Kopf. Ja, Und das war ein bisschen doof. Entschuldigung. Entschuldigung. la Ich wollte einen kleinen Spaß machen. Ja, Nein, du nein, hast schon nein. Guck recht. mal, Sari, die Sache ist ganz einfach. Also, ich weiß nicht, wie du
Wie du einfach über die ganze Thematik denkst. Aber ich kann dir einfach nur so viel sagen. Ich bin, wie gesagt, Ex-Muslimin und ich habe auch Gott erlebt. Ja? Vor 2 Jahren und 6 Monaten habe ich Gottes Stimme in meinem Herzen gehört und das war einfach laut und deutlich nur einfach der Name Jesus. Du kannst gerne auf meinen Account gehen und dir mein Zeugnis anhören oder ich erzähle sie kurz, wie du magst. Es ist mir egal. Ne? Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass es mir passiert ist. So. Und ich kannte vorher diesen Jesus auch nicht. Ich wusste nicht einmal, warum war dieser Jesus überhaupt am Kreuz. Ich habe immer nur Leid und Schmerz gesehen. Ja. Ich hatte so ein Schmerz, wenn ich dieses Bild ansah am Kreuz. Aber ich hatte keine Ahnung, warum, weswegen, was das bedeutet überhaupt. Na, das ist ja für unsere Sünden gestorben. Ne? Da hat er unsere Sünden alle gespürt und so weiter. Ja, ja, das weiß ich jetzt, weil Gott es mir offenbart hat. Denn Gott ist lebendig, Gott ist Kraft, er ist Weisheit, er ist Liebe, er ist Vergebung, er ist Barmherzigkeit und all das Gute, was der Mensch irgendwo ansatzweise auch nur ein bisschen weiß, das kommt alles von Gott, weil der Mensch ist eine gefallene Natur. Also ich glaube halt auch wirklich ganz herzlich daran, dass du das auch glaubst. Na? Und meine ganze Familie, die glauben das auch alles, weil ich alles sehr religiös bin. Darf ich dir mal was erzählen? Religiös. Nein, ich bin nicht religiös. Religiös zu sein heißt, man geht einfach nur in die Kirche. Oder, Nee. Also ja, du hast schon recht, teilweise. Aber ich war auch wirklich jahrelang religiös und ich bin nicht in die Kirche gegangen. Ich habe einfach das geglaubt, was ich geglaubt habe. Na? Also ich verstehe dich da schon wirklich. Aber darf ich dir mal was erzählen? Wirklich, das ist ja meine Geschichte und das ist wirklich eine wirklich herzzerbrechende Geschichte. Und zudem, also ich bin von der Religion zu dem gekommen, was ich jetzt zum Beispiel jetzt bin oder was ich an jetzt an was ich jetzt glaube. Entschuldigung, mein Deutsch ist jetzt nicht so geil, aber ich hoffe, du kannst mich trotzdem verstehen. Was glaubst du denn jetzt? Was ist denn das, was du glaubst jetzt? Also, ich bin Agnostikerin. Ja? Also, ich bin offen für alles. Ich bin nicht Atheistin oder Sonstiges. Ich bin offen für alles. Ich habe schon so viele Religionen auf meinen Kopf hier zugeworfen bekommen und keine Ahnung. Bitte? Ich habe gesagt, offen für alles bist du ja nicht. Denn Islam ist ja für dich Geschichte. Na, also das ist bei mir auch überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich bei mir unter der Schublade und ich glaube überhaupt nicht an die muslimische Religion tatsächlich. Guck mal, bei mir war das so, ich bin in der mormonischen Kirche aufgewachsen. Ich bin jeden Sonntag in der Kirche. Ich habe immer das gemacht, was von mir verlangt wurde. Weißt du, was wurde immer, gesagt, dass die Mormonen da glauben? Was steht denn so in diesem Buch Mormon? Na, das ist das, Joseph Smith, der hat an keine Religion geglaubt, ist dann irgendwo im Wald. Na, da kam Jesus und Gott zu ihm und haben ein neues Buch irgendwie gegeben, hier bla bla. Und dann kam halt diese mormonische Religion. Ja, okay, ich weiß, ja. Oje, oje, ich weiß. Ich weiß. Ist der jetzt weg? Aber du hörst noch zu, ja? Ich höre dich noch, ja. Erzähl mal. Okay. So, und dann bin ich, das war alles in Amerika, ich bin dann zurück nach Deutschland. Ich war dann mit einem Moslem zusammen, na, also mit einem Pakistaner und wollte auch konvertieren, keine Ahnung, dumm, tatsächlich. Und dieser Mensch, weil ich dann nicht konvertieren wollte, hat dann ein Messer zu mir genommen, ja. Okay. Ich war sehr, sehr, sehr lange auf der Intensivstation, sehr, sehr lange in verschiedenen Krankenhäusern. Also das war ungefähr ein Jahr, bis ich dann aus den Krankenhäusern raus bin. Und da habe ich dann halt irgendwann mal gesagt, ich glaube halt an wirklich gar nichts mehr. Ja. Weil, guck mal, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, oh, ich bin gestorben und ich habe Gott gesehen und ich habe dies und das und keine Ahnung. Weißt du, es gibt ja immer verschiedene Geschichten. Ne? Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die kurz vorm Tod waren und auch sie haben dies und das und alles Mögliche gesehen. Ich habe nichts gesehen. Für mich, ich lag auf dem Boden und es war nichts. Ja? Und es war noch etwas. Du hast überlebt und du bist nicht in den Tod gegangen, ohne Raum zur Buße zu haben. Also Gott hat dich bewahrt. Obwohl du es gerade nicht wahrnimmst. Die Sache ist die, ich weiß, worauf du hinaus willst. So, die Sache ist die, du denkst jetzt aufgrund dieser Aktion, dass es diesen Gott, den wir hier verkündigen, ja, den, wo wir sagen, er ist Liebe und er ist wahrhaftig und er ist da. Dann fragst du dich in deiner Situation, okay, wenn es diesen Gott gibt, warum ist mir das passiert, warum hat er das zugelassen, richtig? Nein, das frage ich gar nicht. Sondern? Das sage ich mir gar nicht, weil Gott gibt
Also, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ne? Gott gibt dir nichts, was du nicht handeln kannst, sage ich mal so. Gott gibt dir niemals irgendeine Aufgabe, was du nicht erledigen kannst. So, ne? Das haben wir halt früher immer gelernt. Ich war auf dem Boden und ich war kurz vor dem Tod. Ich habe überhaupt gar nichts gesehen. Ich habe keine Stimme gehört. Ich habe kein Licht gesehen. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ja? Was ich gemerkt habe, ist, dass mein Kopf langsam komisch wird, dass mein Körper langsam komisch wird. Irgendwie, na, dann habe ich auch recherchiert, was passiert mit dem Kopf und dann DMT und dann siehst du halt vielleicht irgendwelche Sachen, die nicht da sind. Und na, ich glaube halt tatsächlich eher an Chemie und Ja, ich weiß, allgemeine alles Sachen. Weltliche Verstehst du? und eher dieses von der Welt Genau. kommende. Ja, verstehe ich. Aber guck mal, ich kann dir nur so viel sagen. Dieser Gott, den Amir, ich, meine Geschwister allgemein, die wir in Jesus Christus, den Heiligen Geist wahrhaftig empfangen haben, wir Ja. können ihn nur bezeugen und verkündigen. Aber wie So. kannst du etwas bezeugen, was du niemals gesehen hast? Weil Du der Geist glaubst aber. Gottes, guck mal, ich sag's dir, Das habe ich Sami. gesagt. Das ist das Problem bei der Schahada. Das ist das Problem einfach nur bei dem Glaubensbekenntnis der Muslime. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Deswegen, wie willst du denn etwas bezeugen, was du nicht gesehen hast? Du kannst ja nur etwas bezeugen, was du gesehen hast. Aber Das hast ist. du Gott gesehen? Hast du Jesus gesehen? Hast du den Heiligen Geist gesehen? Nein. Nein, Nein. aber du Keiner von glaubst uns hat trotzdem, den dass er Herrn Jesus da ist. Christus gesehen und keiner von uns hat den Heiligen Geist gesehen. Genau. Aber du glaubst Das trotzdem, dass er da Einzige, ist. was. Das Einzige, was Amir! du machen musst, ist die Beweise für Gott für dich anerkennen. Du solltest die Bibel so weitgehend, Aber wo sind die Beweise? na, Habe ich nicht, doch ja, eben du gesagt. kannst für dich selber studieren, aber ich meine, Amir, die kann ich was Beweise, die die abspielen? Bibel sind, Nein, die warte mal, Beweise, Bruder, die die bitte. Bibel sind, solltest du auch für dich annehmen. Guck mal, Sari, du sagst ja, wo sind die Beweise? Soll ich dir eine ganz, ganz kurze Begebenheit der Gerne. Bibel erzählen? Da ist ein König Nebukadnezar gewesen, ja, im Reich Babylons damals. Babylonischer Ja. König, der hieß Nebukadnezar. So, und das sind schon einige tausend Jahre zurück. Und er hat einen Traum bekommen von einer Riesenstatue. So, und er konnte aber diesen Traum nicht deuten, nicht verstehen. Er wusste nicht, was es bedeutet. So. Und er hat dann seine ganzen Wahrsager und Traumdeuter gerufen und hat gesagt, ich möchte nicht nur, dass ihr mir den Traum auslegt, sondern ich will, dass ihr mir sagt, was ich geträumt habe und dann Genau. auslegt. So, konnten sie aber nicht, weil das alles Scharlatane sind. Das kann kein Mensch, ja? Das kann nur Gott Was einem sind offenbaren. okay. Ganz genau, es gibt keine Traumdeuter und so ein Quark. Das ist alles Scharlatan. Richtig. Bin So, ich und direkt Daniel bei war ein dir, ehrfürchtiger Mann Gottes, ja? Und dieser Daniel war ein Prophet Gottes. Und er hat zu Nebukadnezar gesagt: Gib mir eine Nacht, ich bete zu meinem Gott, ob er mir diesen Traum offenbart, was du geträumt hast, und dass er mir die Deutung dafür auch mitgibt, dass ich dir den auslegen darf. So. ja. Und dann gemacht, getan, er hat den Herrn gebeten und der Herr hat ihm diesen Traum offenbart. Am nächsten Tag ging Daniel hin, der Prophet Gottes, und hat ihm dann den Traum gesagt. Also, und der Ja. Traum war so: Diese Riesenstatue waren die kommenden Weltreiche nach der Zeit des Königs Nebukadnezars, ja? Das Ja. Haupt war aus Gold, weil Nebukadnezar war damals im Babylonischen Reich eine sehr starke und reiche Stadt, ja? So aus Gold alles hin und her. Die Ja. Brust war aus Silber. Das war das nach ihm kommende Reich Medo-Persien. Die Lenden waren aus Bronze. Das war das antike Griechenland. Die Beine haben Rom dargestellt, ja, das Römische Reich. Die Füße waren ein Gemisch aus Eisen und Ton. So, und am Ende des Traumes kam ein Riesenstein vom Himmel geflogen auf diese Füße drauf und die ganze Statue ist zerfallen. Also, und das sind die ganzen Weltreiche, die noch gar nicht existiert haben zu dieser Zeit Nebukadnezars. Und wenn du in die Geschichte einfach mal Geschichte, ja, zurückverfolgst, dann schaust du und siehst du, dass sich das genauso ereignet hat. Babylonisches Reich, dann kam Medo-Persisches Reich, dann kam das antike Griechenland, dann kam das Römische Reich. Warum die Beine? Weil das war das längste Weltreich, was regiert hat auf dieser Welt. Ja, das Ja. war das Römische Reich. Warum Eisen? Weil es stahlhart nach vorne geprescht ist. Warum war Griechenland aus Bronze und an den Lenden? Weil Alexander der Große sich sehr schnell verbreitet hat und die Griechen sehr viele Kinder und sein Volk vergrößert haben in einer Schnelligkeit wie kein anderer. So, und dann siehst du auch die Metalle. Gold, Silber,
Bronze, Eisen und dann ein Gemisch. Und das ist die Moralität der Menschheit. Von oben nach unten. Wenn du siehst, die Menschheit, sie nehmen immer mehr ab an der Moral. Und das bezeugt auch diese Metallabfall. Gold, okay, Silber. Weißt du, wie ich meine? Violetta, und das also ich finde alles nachprüfen. Ich finde die Geschichte auch sehr spannend und danke schön, dass du das mit mir geteilt hast. Aber das ist eine Geschichte, ja? Nein, das ist keine Geschichte. Das hat sich doch ereignet. Du kannst doch die Weltreiche der Welt zurückfolgen. Es bringt nichts, du merkst das nicht. Dass die, egal, nein, warte. Ich bin ja hier zum Lernen. Du könntest dir Gott vorstellen, die würde sagen, ich glaube nicht an dich. Nein, das stimmt gar nicht. Oh, doch. Also bei uns, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ein vollkommen verstocktes Herz. Nein, gar nicht. Du würdest keine Beweise annehmen. Die ganzen Prophezeiungen würdest du nicht annehmen. Warte die Beweise mal, für ganz Jesus kurz, Christus bitte. Würdest du nicht annehmen. Bitte, das warte ist, mal ganz das kurz. Das bringt bitte. Einfach nicht. Kannst du mal ganz kurz warten, bitte? Also ich bin respektvoll, kannst du mal bitte warten? Ja, wir sind bitte. Auch irgendwann, ist das ja auch gut, man merkt das doch, dass du da nichts nein. für dich annehmen möchtest. Nein, das stimmt gar nicht. Überhaupt nicht. Ich nehme das ja auch an. Na? Ich finde es auch, diese Geschichte finde ich wunderschön und ist nein, auch, du bist ja, allgemein eine sehr an. Skeptische Person. Übertrieben skeptisch. Nein, gar nicht. Du interpretierst es ganz falsch gerade. Ich finde es wirklich ganz toll, diese Geschichten zu hören. Wirklich, ganz, ganz, ganz toll. Weil ich, wie gesagt, ich bin ja auch in der Kirche aufgewachsen. Und diese Geschichte habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Finde ich super. Ja? Du wirst mich aber trotzdem niemals davon überzeugen, dass es einen Gott gibt. Oder da dass es einen gesehen, Jesus gibt. Da hast du dir gerade selber deine Antwort gegeben. Nein, du wirst also nein. niemals überzeugen, dass es einen Gott gibt. Hast du gesehen, wie ich dich sofort gecheckt habe? Nein. Hast du gesehen, wie ich den sofort gecheckt habe? Direkt, guck mal, du gehst. Man kann direkt. Also 6 Millionen Jahre mit dir reden und du sagst am Ende, nö, nehme ich trotzdem nicht an. Du gehst direkt. Weißt du, was du machst? Ich wusste sofort, nein. dass du jetzt das da machst. Das stimmt gar nicht, du lass mich nicht mal ausreden und das ist völlig schade. Ich lass dich nicht ausreden. Ey, das kann nicht mehr wahr sein, ehrlich. Das kann einfach nicht mehr wahr sein. Ich nehme gerade alles auf und ich versuche zu reden und du lässt mich nicht ausreden. Ja, du hast doch gerade eben, hast du dir die Antwort für uns alle gegeben. Egal was ist, du glaubst nicht an Gott. Ich glaube an das, was ich sehen kann, ja? Schon wieder geht's los. Ich glaube an das, was ich sehen kann. Das kann ja, doch nicht wahr sein. Du lässt mich nicht mal ausreden. Du lässt mich nicht mal ausreden. Lass mich doch mal reden. Nein. Das kann es nicht mehr sein. Guck mal, ich denke, du hast so viele Menschen hier in deinem Live, die gegen dich sind, ja? Und auch wenn vielleicht Millionen du von Leuten gegen immer mich sind, wieder so, immer sagen. Wieder so, dass was du Menschen nicht ausreden kannst. Ich dass auch die Leute für mich sind oder gegen mich sind. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen ich mich sein? Ich bin nicht gegen dich, mein Freund. Ich ja, aber bin du, nicht hast gegen doch dich. Erwähnt, du hast doch gerade erwähnt, dass die Leute gegen mich sind. Was interessiert mich, ob die Leute für mich sind oder weil gegen mich sind? Weil du nicht das die Menschen ausreden lässt, genauso wie mich. Du lässt mich ja auch nicht ausreden. Ausreden, ich habe so hab gerade 3 Stunden mal nichts gesagt. Hab die ganze Zeit dich reden lassen und sie reden lassen. Und am Ende habe ich einfach nur rausgehört. Und am Ende habe ich einfach nur rausgehört, dass du einfach nur reden oh mein willst. Gott. Du willst einfach weißt nur du, reden. Ich war ein riesen Fan von dir und jetzt ja, und keine Ahnung. Kein Fan. Ich will gar keine Fans haben. Was bist du überhaupt ein Fan von mir? Ich finde es schade, ohne Spaß, mir. Weil ich bin offen für alles und ich weiß schön, bist nicht offen, na, sag ihr, doch nicht, dass du offen bist. Junge, sagst, lass mich ausreden. Lass nein, mich mal ausreden. Du bist eine notorische Lügnerin, das bist du, ja. Du bist offen für alles, aber am Ende sagst du, ich glaube trotzdem nicht an Gott. Ja, was du ist lässt das mich denn? Doch gar nicht mal mehr reden, ey. Ey, bitte, komm, hör auf mit dem Quatsch, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Am Ende sagt ihr mir, ich glaube trotzdem nicht an Gott. Du kannst dir 5 Millionen Beweise bringen, 10 Millionen Beweise und die sagt am Ende, ich glaube trotzdem nicht an Gott. Ist das Wahnsinn? Und ich glaube, alle haben das selber mitbekommen und irgendwann mal regt man sich auf und sagt, das bringt doch zu gar nichts. Sie ist also nicht offen, sie ist voreingenommen, merkt ihr das nicht? Das ist nicht offen sein. Offen sein heißt, ein offenes Herz dafür zu haben und nicht zu sagen, egal was du sagst, ich glaube trotzdem nicht an Gott. Merkt ihr, da hat sie sich selbst entlarvt. Ich war ein Fan von mir. Sei kein Fan von mir. Ich will doch keine Fans haben, Mann. Das ist unglaublich. Lass mich ausreden. Eine halbe Stunde am Reden und ich sage nicht mal einen Ton. Und dann irgendwann mal, wenn mir der Kragen platzt und sage, ey, das, Leute, das bringt doch gar nichts mehr.
Das kann doch nicht wahr sein. Die ganze Zeit habe ich meinen Mund gehalten. Die ganze Zeit habe ich nichts gesagt. Und irgendwann mal merkt man das doch, Mann. Man merkt doch einfach, dass das zu nichts mehr bringt. Und dann hast du das gerade noch bestätigt. Einfach die Bestätigung mir noch gesagt. Egal was ist, ich glaube nicht an Gott. Ja, super. Tolle, tolle Grundlage für ein Gespräch. Du bist also offen. Ja? Siehst du, wie offen du bist. Ja, dann bitte, das ist doch nur Zeitverschwendung dann. Das ist einfach nur Zeitverschwendung dann. Du bist voreingenommen und nicht unvoreingenommen und hast kein offenes Herz für die Sache, egal was man dir sagt, egal wie viele Beweise man dir bringt, egal wie viele historische Fakten, die man bringt. Du glaubst es sowieso nicht, weil du nicht an Gott glauben willst, weil du eventuell in deiner Vergangenheit so viel Schlechtes erlebt hast und eventuell Gott die Schuld dafür gibst. So ist das. Was ist denn hier los? Riesen Polizeikontrolle. Meine Freunde und Helfer. Die ziehen die ganzen LKW-Fahrers raus. Ja, komm Leute, ich bitte euch. Dann sagt ihr, siehst du, der Chat ist gegen dich. Wenn alle gegen mich sein sollten, was ist, das ist doch Wahnsinn. Machen wir das jetzt, um Menschen zu gefallen oder Gott zuliebe? Glaube ich. Salam, mein Bruder. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Leider ist die offene geschlossene. Die offene bleibt für die geschlossene schon weg. Ja, das hat man doch gemerkt. Irgendwann mal merkt man das doch, was die da sagt. Die ist für gar nichts offen. Für nichts. Ja. Aber vielleicht gibt es jemand anderen, der oft wirklich offen ist. Ich würde 2 Minuten schon wieder abspielen lassen, wo wirklich andere Beweise außerbiblisch erwähnt werden. Oder 1 Minute ist das an mir. Wenn ich darf. Über ihn stammen immer aus zweiter oder dritter. Aber es gibt sie, die historischen Dokumente, die über ihn berichten. Sie basieren auf mündlichen Überlieferungen, wie sie damals üblich waren. Der römisch-jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet im 1. Jahrhundert über Jesus und die Ereignisse zu seinen Lebzeiten. Er erwähnt die Verurteilung und Kreuzigung Jesu durch Pontius Pilatus. Aha. Und das ist Tacitus, ein römischer Historiker und Politiker, berichtet in seinen Annales über Christus, dem Namensgeber der von den Römern verhassten Christianus. Es gibt weitere jüdische Quellen aus dem 3. Jahrhundert. Der babylonische Talmud ist eine davon. Hier wird im Traktat Sanhedrin von Jeschu berichtet, der am Vorabend des Passafestes getötet wurde. Seht ihr? Neben den antiken Quellen berichten auch die Evangelien im Neuen Testament der Bibel über das Leben Jesu. Sie sind in der Zeit zwischen 70 und 120 nach Christus. Also es gibt genug Quellen. Wenn du wirklich nach Gott suchst, dann wirst du ihn finden. Deswegen aber für solche ich gesagt, Leute wie es die Frau eben. Deswegen habe ich doch gerade eben gesagt, das bringt doch nichts mehr. Du kannst der 5 Millionen Beweise bringen. Sie war voreingenommen. Sie hat kein offenes Herz dafür. Allein schon die Tatsache, dass sie sagt, Jesus hat nicht existiert. Und es gibt tausende Beweise, dass Jesus existiert hat. Ja, super. Und seid nicht verwundert, weil der Herr war auf der Erde. Der Herr hat Wunder getan. Der Herr hat Tote lebendig gemacht. Ich wäre weggerannt, als er Lazarus gerufen hat aus dem Grab. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, als der Herr gesagt hat, Lazarus, komm raus. Ja. Und er kommt dann raus nach 4 Tagen. Ich wäre gerannt. Ich wäre gestürzt. Ich hätte so eine Panik gekriegt. Und selbst dann haben die Leute nicht geglaubt. Amen, Frau, kannst du Jesus vor ihr stellen, mit den Wunden an die Hände. Gesagt, sie wird reingreifen und trotzdem nicht glauben. Da kannst du Gott dahin stellen, sie nimmt es nicht an. Und dann hat Gott mich sogar bestätigt durch ihre Worte. Hat sie gesagt, ich glaube trotzdem nicht an Gott. Siehst du? Ja.
Ich werde nie an Gott glauben, oder so hat sie gesagt. Ja, genau, ich werde niemals nie an an Gott Gott glauben. Ja, super, ey. Und das denkst du offen? Das ist doch gar nicht offen. Aber der Herr sagt im Psalm 50, 15, in der Not rufst du mich an und ich werde dich retten und du wirst mich preisen. Spätestens, wenn dir irgendwas passiert und du liegst im Krankenhaus, kommt sogar bei dem größten Atheisten wenigstens für 10 Sekunden, oh bitte Gott, im Kopf. Oh bitte ja, Gott. Und dann erwischt er sich selber. Dann erwischt er sich selber. Ja, Amen. Okay, mein Danke Bruder. Dir für deine Worte. Danke dir. I love you. I love you too. Gott segne dich und deine Familie. Tschüss, Ciao. Ciao. Ja, irgendwann mal, ihr habt das ja auch selber gemerkt. Wir sind ja nicht blöd, wir hören ja zu. Wir wissen ja, wo diese Reise hingeht. Also ich bitte euch, also ihr habt ja auch einen Verstand, ihr hört ja, ihr habt ja einen klaren Verstand, ihr hört ja heraus, wo diese Reise hingeht mit ihr. Und dann wurde ich auch noch bestätigt. Na, Miss Brasilia. Miss Brasilia. Amia, da bin ich wieder. Ich wollte es zu Sari nur sagen. Oder überhaupt, Amia, wir dürfen als Gläubige nicht vergessen, dass viele Menschen ihre Herzen verhärtet sind, blind und taub ja. und stumm sind. Ja. Und ja. dass wir versuchen, auch wenn wir mit viel Geduld und Liebe da dran gehen, sie werden nicht sehen, sie werden nicht hören, sie werden nicht sprechen. Und das sind leider Menschen, die in Ehre laufen werden von Anfang an, weil sie Gott schon von Anfang an leugnen. Und das ist traurig, dass wir so viele Menschen dadurch verlieren, aber leider damit ja. leben müssen. Verstehst du? Und ja. Wenn ja. wir mit Wut damit entgegenkommen, diese Person versteht nicht, was wir sagen. Wir können, sogar wenn Herr Jesus vor ihr steht und sagt, ich bin dein Gott, und die Hab sagt, bitte mach dies, mach das, und dann glaube ich an dir. Egal, was er macht, die wird es nicht glauben. Weil ihr Herz und ihre Augen, ihr Mund und ihre Zunge, alles verhärtet und verstaubt ist. Die lässt ja. es nicht zu. Und deswegen, das ist schade, also man soll den Arm hier nicht böse nehmen oder so. Das ist auch unsere Aufgabe als gläubige Menschen, solche Menschen alle leider Menschen, alle, die hier drin lassen. Alle, die hier drinnen waren, haben doch gemerkt, dass das bringt doch zu nichts mehr. Und dann hat sie ja. das auch noch bestätigt. Also das war alles genauso, wie ich mir gedacht habe. Ich dachte so, ey, das stimmt doch irgendwas nicht. Und ja. dann hat sie mir das auch noch gerade eben bestätigt. Da habe ich direkt gedacht, du Heide, das bringt dazu gar nichts. Ja, und das sind halt diese Kinder leider, die Gott verloren sind. Weil die von vornherein praktisch Gott zumachen. Und ja, egal, wir können für sie Gott beten. Für sie wir tut. Können für sie ja, beten, dass der ja. Herr noch Gnade an ihr hat. Wir können für sie ja. beten, dass der Herr Gnade an ihr hat. Aber da merkst du so, wie sie sich so verschließt und wie sie nicht zulassen möchte. Verstehst du? Sehr skeptisch, sehr, sehr so verschlossen und versucht immer eine Ausrede zu finden und nächste und dies und das und jenes. Ja, und das sind leider diese Kinder, was Gott auch in der Bibel, sogar in den Koran, ne, vorzeigen, die halt ihre Zunge, ihre Herz und ihren Mund alles verschlossen sind. Die sehen die Wahrheit nicht. Ja. Dafür können wir nur beten und hoffen, dass die irgendwann den wahren Jesus Christus kennenlernen. Aber wenn man von Anfang an so verschlossen ist, da kannst du reden, wie du willst. Reden, wie du willst. Die werden an die Wüste laufen ohne Wasser und denken, dass sie in die Fata Morgana irgendwann Wasser finden. Verstehst du? Gott segne dich, meine Liebe. Hast du noch etwas zu sagen? Nee, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch, ja. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein ciao. Bruder. Ciao, tschüss. Ciao. So. Love is in the air. Alle lieben Dr. Scherer bei mir. Liebst du auch den Dr. Scherer bei mir? Hallo? Bist du am Schlafen? Hallo? Soll ich den Aufwachsong singen? Steh bitte auf und rede mit mir.
wach auf aus deinem Traum und komm in meinen Raum. Ich geh kaputt. Wach auf, der du schläfst. Und werde Licht, ne? Geh Icon 5. Ich geh zu DSDS, Dr. Sherawami, mit dieser ganzen Kluft. Der Beste. Hat auch keine Lust. Moin. Hallo. Morgen. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass du auch mich und meine Familie segnen möchtest. Ja, kann ich dir auch wünschen, aber ich glaube ja nicht an Gott, das ist das Problem. Ach so, okay, ja, dann ist das anders. Aber ich bedanke mich trotzdem für deine gutmütigen Wünsche. Ne? Du hast ja gesagt, wie man kann halt. Aber ich würde zuallererst wollte ich noch sagen, dass das ein bisschen unfair war, finde ich, wie Sari oder wie hieß sie, die Abgang machen musste. Weil sie hat ja gar nicht ausgesprochen. Du hast ja gesagt, du hast entdeckt oder herausgefunden oder gezeigt, wie sie eingestellt ist. Aber die Aussage, du hast sie gar nicht ausreden lassen. Die hat eine Aussage getroffen, du hast ihren Satz dort beendet und die Aussage ausgenommen und dann behauptet, dass sie das sagen wollte. Du hast für sie behauptet, dass sie das sagen wollte, obwohl sie mit ihrem Satz nicht zu Ende war. Aber gut, ich will jetzt nicht lange drauf rumreiten. Du hast auch gesagt, man kann diesen Menschen, die halt nicht glauben, wie viele Millionen Jahre zusprechen und die werden trotzdem nicht glauben. Ja, wenn du die ganzen Beweise und Fakten irgendwann mal außer Acht lässt und das nicht mehr für dich annimmst und nur so skeptisch bleibst und die ganze Zeit so nichts für dich annimmst, ja, was willst du denn da noch weiterreden, verstehst du? Wie willst du denn da noch mit jemandem reden, der auch mit dieser Einstellung nach vorne brecht, so, ne? Das heißt, du bist einer, der dann Beweise auch in Betracht zieht und dann halt auch drüber nachdenkt und nicht ablehnt. Ja. Das heißt, du würdest auch aus dem Christentum austreten, wenn du merkst, okay, die Beweise sprechen eigentlich gegen einen Gott oder gegen den Gott, an den du glaubst. Ja, wie willst du denn erklären, wie wir erschaffen worden sind? Durch so eine Big Bang und alles ist aus dem Nichts entstanden? Nee, weiß ich nicht. Aber ist die Unwissenheit ein Beweis für Gottes Existenz? Was? Nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie alles entstanden ist, aber ist die Unwissenheit. Ja, aber du Menschen, bist doch jemand, der nicht an Gott glaubt. Ja, aus was sind wir denn erschaffen? Glaubst du etwa, die Menschen haben schon immer gewusst, dass die Krankheit aus Bakterien, durch Bakterien kommt, durch Viren kommt? Haben die Menschen das immer gewusst? Nein. Sie mussten das irgendwann lernen. Aber bis sie es gelernt haben, haben sie tatsächlich gedacht, dass die Krankheit von Gott kommt und von Gott geht. Und jeder Mensch hätte wahrscheinlich auch früher damals gesagt, was denkst du denn, wie Krankheit kommt? Oder was denkst du denn, wie die Krankheit weggeht? Na, durch Beten natürlich. Das war die schlüssigste Antwort. Wie kommen denn die Blitze? Ja, wenn das nicht durch Ibuprofen und Paracetamol, da gehen die Schmerzen auch direkt weg. Richtig, richtig. Jetzt hast du dich der Wissenschaft angepasst, ja. Aber damals im Mittelalter oder vorher, ja, hat man das nicht gewusst, was du jetzt weißt. Und weißt du, was die Leute dann für Fragen gestellt haben? Wer soll denn sonst die Blitze erschaffen, wenn nicht Gott? Genau die gleiche Frage, was du gerade gestellt hast. Wer soll denn sonst die Erde erschaffen haben, wenn nicht Gott? Also, eine Sache, die wir nicht wissen, können wir nicht bestätigen. Also, Gott ist keine Bestätigung für etwas, was wir nicht wissen. Das müssen wir festhalten. Gottes Existenz sehen wir anhand der Schöpfung. Der Apostel Paulus sagt uns eindeutig, auch für solche Leute wie dich, daher hat der Mensch keine Ausrede, weil die Schöpfung beweist uns, dass es einen genialen Schöpfer gibt. Okay. Daher hast du auch keine Ausrede, weil guck dir diese wunderschöne Vielfalt an. Allein wenn du nur in diese wunderschöne Natur guckst, musst du merken, dass ein genialer Schöpfer ist, der das alles gemacht hat. Das ist ja schön und gut, dass du das so betrachtest. Aber es könnte auch sein, dass diese deswegen haben auch diese ganzen Aborigines und diese Leute, die noch nie von Gott gehört haben. Es könnte aber auch sein, dass dieser Schöpfer einfach nur ein intelligenterer Wesen ist,
intelligenteres Wesen ist, das uns jetzt in irgendeinem Petri-Glas oder Petrischale in einem Labor einen Versuch mit uns macht. Vielleicht ist unser Universum irgendein Versuch von irgendeinem Labor, wissen wir nicht. Du kannst doch da jetzt, ich kann doch hinter dem Ganzen jetzt keine eindeutige Geschichte hinterpacken, dass das jetzt ein Labor ist, dass das jetzt Mr. X ist, der da irgendwie so ein Labor, einen Versuch durchführt, oder dass da jetzt irgendein Gott ist, der Engel und Hölle und Himmel erschaffen hat. Das können wir doch alles gar nicht anhand der Natur erkennen. Wie kommst du denn drauf? Ich will dir nur anhand der Natur zeigen, dass jemand Geniales das gemacht hat. Du gehst ja auch nicht hin und sagst, oh mein Gott, dieses Auto ist aber schön erschaffen worden. Das ist einfach aus dem Nichts gemacht, oder? Nee, oder würdest du sagen, der Typ, der das gebaut hat, war genial und hat das wunderschön gemacht, oder? Das stimmt, aber soll ich dir was sagen? Warum gehst du da nicht hin die Erschaffung, und reicht die Erschaffung? Gott diese Schöpfung? Warum machst du das auf einmal bei einem schönen Essen und so sagst du, boah, der Koch hat das aber sehr gut gemacht? Eine Frage. Erkennt dein Sicherheitsgurt, also dieser Sicherheitsgurt im Auto? Da habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen, das kann doch nicht wahr sein. Warum? Wie mich diese Leute hier aufregen, das kann nicht wahr sein. jetzt habe ich auch dauernd. Ciao. Hier, ich zeige dir, was du aberkannt bekommst. Das bekommst du aberkannt. Mein Doktortitel bleibt. Ja, das ist echt heftig, ne? Also wenn du so mit so einem Atheisten redest und sagst, und diese Schöpfung kann doch nicht einfach von sich selbst aus sich selber erschaffen. Da muss doch einer sein, der diese Information gibt, damit das so entsteht. Das ist doch so, wie Professor Werner Gitt sagt. Komm, lass uns das mal ganz kurz anhören. Das ist so schon wieder Verstoßverwarnung. Das kannst du, egal wie oft du das machst. Der Dr. Sheikh Abu Amir kommt immer wieder zurück. Egal wie oft. Mach, drück auf diese Melden. Melden, melden, melden. Bitte melde dich. Melden, bitte melden. Ihr könnt doch Dr. Sheikh Abu Amir nicht damit aufhalten. Das ist doch Quatsch. Ich weiß, ihr wollt ein bisschen ab. Ne? Aber trotzdem. Ich komme wieder. ASAP, I come back soon as possible, eh? Hey, das bringt nichts auch mit Filtern. Wenn das System das erkennt, erkennt es das System. Da kannst du machen, was du willst. Was hier auch so ist. Hat er gemeint, Leute. Ist in welcher Konstellation sind wir denn jetzt hier gelandet? Was ist denn hier? Hallöchen, Merhaba, nasses... Wir sind unverhofft. Amir, wir sind gut gegen Böse. Salam, Jokgüzel, Janem. Ja, wir Geld müssen, Geld. Wir müssen gegen Silver Surfer gewinnen. Also wir würden ja mal gern gegen den Ex-Moslem spielen. Was? Ich spiele hier kein Blödsinn und ziehe das Geld den Leuten aus der Tasche. Hört auf mit dem Quatsch, ey. Nicht? Was soll das, Mann? Was ist das? Match, Quatsch. Habt ihr das gesehen? Unglaublich. Ja, wir wollen mit Ex-Muslim ein Match machen, weil die sehen, dass sehr viele bei mir hier drin sind. Denken die, oh ja, komm, jetzt können wir Geld machen. Das ist unglaublich. Es ist der Wahnsinn, ehrlich, Leute. Dr. Sheikh Abu Amir ist nicht hier da, um irgendwelche... So, nein! Dr. Amir möchte, dass die Leute eine Entscheidung für Jesus Christus treffen und erkennen, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Jesus is the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through him. Auch nochmal in Englisch. John 14:6. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Oder? Der Herr Jesus ist das Wundervollste. Und wir verkaufen unseren Glauben nicht für sowas. Das ist Quatsch. Mensch, Sheikh Ibrahim kann an Match teilnehmen. Ihr könnt Sheikh Ibrahim anfragen. Der spielt mit euch bestimmt ein paar Matches und möchte da die Kohle sehen.
Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Wir können ja auch so miteinander reden. Da brauche ich nicht irgendwie ein Match zu starten und dann anfangen, die Leute dazu zu animieren, da mir übelst da reinzuspenden. So, weißt du? Das ist Wahnsinn, was hier auf TikTok abgeht. Was sagt der Herr? Entweder ihr dient dem Mammon oder ihr dient Gott. Aber ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. So sieht's aus. Und wenn jemand etwas geben will, dann gibt er. Da brauchen wir nicht irgendwie so sagen, ja, Teamfamilie, komm jetzt, machen wir die anderen platt, komm. Jetzt brauchen wir Löwen, passt auf, die snipen gleich. Das ist für mich unvorstellbar, wenn ich manchmal, ich kann das kaum in Worte fassen, wenn ich sehe, wie diese Leute da einfach reinbrettern da in diese komischen Matches und so, ne? Das ist unglaublich, ne? Teamfamilie. Unfassbar. Naja. Ja, das sind professionelle Abzocker, ne? Professionelle Abzocker. Unglaublich. Moderne Bettlerei, oder was ist das? Das ist so, als würden die auf der Straße stehen mit offenen Händen. Aber das machen sie halt hier im Internet, damit das nicht so schlimm aussieht. Heftig, ne? Naja, jedem seine. Möge der Herr Jesus Christus uns segnen, behüten und beschützen und uns ins ewige Leben eintreten lassen, auf dass wir alle glückselig und wundervoll mit ihm in Einklang leben dürfen und wunderschön gemacht werden wie Engel, wo es kein Heiraten noch Verheiraten mehr gibt. Das war's. Wer meldet dich immer? Ja, was weiß ich, wer mich hier meldet? Man kann mich ja anonym melden. Das ist ja das Problem. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige. Nein. Der Herr Jesus Christus ist weit über Allah und weit über jeden, den du kennst. So sieht's nämlich aus. Oh, happy day. 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 Thank you.
Wer sieht wem ähnlich aus? Hi Amir, Gottes Segen. Auch dir Gottes Segen. Ich wollte zu drei Themen was sagen. Zum einen, die eine Frau, wo da drin war. Wie hieß sie nochmal? Sina? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Da habe ich mir auch schon gedacht gehabt, so wie sie auch mit Violetta gesprochen hat und alles, dachte ich mir, irgendwas stimmt nicht mit der. Die scheint irgendwie so eine voreingestellte Meinung zu haben und lässt sich nichts sagen. Also das, was sie am Ende dann bekannt hatte, dass sie, dass quasi egal, was gesagt wird, sie trotzdem nicht glauben wird, das habe ich schon die ganze Zeit irgendwie so gespürt und dachte mir, naja, vielleicht wird sie es irgendwann auch noch sagen. Und tatsächlich kam es dann soweit. Du bist ja gar nicht mehr da. Ja, wann kommt der jetzt zurück? Egal, ich warte dann mal. Na Leute, wie geht's euch? Ja, Gennadine, das spürt man irgendwie. Man merkt schon an dem, wie sie reden und wie so ihre Einstellung ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Und irgendwann geben sie es offen zu. Und obwohl es dann angesprochen wird und gesagt wird, so nach dem Motto, du hast so oder so, dann leugnen sie es. Nein, stimmt doch gar nicht, du lässt mich nicht aussprechen und bla bla bla. Unglaublich. Ja, mir geht's auch ganz gut. Danke der Nachfrage, Leute. Du redest zu viel. Okay, dann rede ich mal weniger. Ach ja. Kommt Amir zurück? Ja, er kommt. So, Amir. Hast du Zeit? Einen Moment, muss man ganz kurz was erledigen. Ja. Und im Moment, das Dr. Sheikh Amiros. Nicht, dass er mir den Wagen kaputt fährt. Ich muss gucken auf diese ganzen Ausländer hier. Du geil. Auf die Ausländer. Oh, herrlich. Ich schwöre dir, dein Humor ist echt grandios. Jetzt hörst du mich wahrscheinlich wieder nicht. Ja, sei so wie du bist, du sagst es. Genauso sehe ich das auch. So, jetzt aber. Also, und zwar, hast du das eigentlich mitbekommen, was ich über die Frau gesagt hatte? Nicht so, oder? Nee, ich war kurz draußen, ich habe das nicht mitbekommen. Okay, also auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe schon vorher irgendwie gemerkt gehabt, so an ihrer Einstellung und wie sie so redet und sowas, dass da irgendwas nicht stimmt. Und am Ende hat sie ja dann gesagt gehabt, quasi, du kannst sagen, was du willst, ich werde doch nicht dran glauben. So, und dann hast du das aufgenommen und dann gesagt, ja, mit der Einstellung geht's auch nicht. Und dann kommt sie wieder mit, ja, du unterbrichst mich und lässt mich nicht ausreden und bla bla. Da dachte ich mir, also was will die eigentlich? Die hat doch selbst schon bekannt, dass egal, was gesagt wird, sie nie glauben wird und hin und her. Also es macht wirklich keinen Sinn, wie du selbst gesagt hast. Bringt doch nichts mehr, mit so einer Frau zu reden, wenn sie sowieso nicht will. Da kannst du 100.000 Beweise bringen. Selbst wenn Jesus direkt vor ihr stehen würde, würde sie es immer noch leugnen.
manchen Menschen kann man nicht helfen. Und die sind halt verhärtet, da ist nichts mehr zu machen. Aber egal. Ja, das ist ja genauso wie mit diesem Atheismus, was der eine Kollege hier von sich gegeben hat. Ja, der Machiavelli. Der mit leeren Philosophien um die Ecke kommt, ne? Und das nicht begreifen will. Ja, der genau. Ist wieder hier drin. Guck mal. Zu dem wollte ich als nächstes. Machiavelli. Hallo. Hallo. Vielen Dank an den Chat, dass die alle Machiavelli geschrieben haben. Sehr lieb, vielen Dank. Hallo, Refreezer. Hi Machiavelli, kannst du dich noch an mich erinnern? Sein Name kommt mir sehr bekannt vor, ja. Ich glaube, wir hatten mal das Gespräch mit der Dame da, wo sie noch, die mit den beiden Damen da, ne? Ich weiß nicht mehr, welche Damen. Ist ja schon Wochen oder vielleicht Monate her oder sowas. Auf jeden Fall, ich hatte mich ja auch schon mal mit dir unterhalten. Und zu dir wollte ich als nächstes kommen und was sagen. Soweit Bitte. Ich weiß, bist du ja agnostischer Atheist, richtig? Ja, richtig. Ich bin Agnostiker, ja. Genau. So, dazu wollte ich sagen, du bist eigentlich sympathisch, meiner Meinung nach. Du bist sehr intelligent, du kannst dich sehr gut aussprechen, rhetorisch sehr begabt. Muss man dir echt lassen. Aber genau das ist der Nachteil an Atheisten oder Agnostiker. Weil dadurch haben die so ein erhöhtes Ego, dass sie sehr eingebildet sein können, sehr arrogant sein können und deswegen der Meinung sind, dass sie alles besser wissen, weißt du? Die sind dann mehr so philosophisch unterwegs, philosophieren sehr viel hin und her und denken, dass sie alles besser wissen und quasi, sie stellen sich selbst über Gott. Und das ist sehr gefährlich, weil solange du darin verharrst, wirst du nie Gott finden, weißt du? Weil allein deine Haltung... Nicht nur das, sondern einige Beweise und Fakten dann auch außer Acht zu lassen, das ist ja, da bringt das ja auch nicht. Ja, das ist ja der springende Punkt, ne? Das ist das gute Stichwort, Beweise und Fakten. Und wenn ich jetzt, weil du meintest gerade, Refreezer, überheblich und eingebildet etc. Ich weiß nicht, würdest du das als eingebildet definieren, zu wollen, dass man verstanden wird? Weil es ist oft so, wenn ich etwas sage, wird das außer Acht gelassen, das, was ich sage. Der Kontext wird nicht verstanden, wird gar nicht angepackt, sondern es wird dann wieder irgendwas anderes erzählt. Und wenn ich dann halt wieder darauf bestehe, dass man Bezug drauf genommen wird, was ich gerade gesagt habe, dann ist das ja nicht eingebildet sein. Dann ist das ja das Verlangen danach, verstanden zu werden. Okay, warte. Genau das ist es. Du bist der Meinung, du willst einfach nur verstanden werden. Aber das Problem ist, dass solche Leute, die wollen einfach nur gehört werden und wollen, dass andere sie anhören und ihnen Zuspruch geben und sagen, wow, du bist so toll und hin und her. Das brauchen die, um sich selbst zu pushen. Ist Gott eingebildet? Ha? Ist Gott eingebildet? Nein, ist er nicht. Möchte Gott nicht gehört werden? Doch, das schon. Na. Aber jetzt, warte mal, bleiben wir mal bei dem Thema, dass die Personen, die wollen selbst im Mittelpunkt stehen, verstehst du? Die sind so egozentrisch. Also ich im Mittelpunkt, seht mich alle an, ich predige hier und du bringst halt deine eigene Theorie und alles, was ja schön und gut sein kann. So kann ja jeder argumentieren, mein Lieber. So kann ja jeder argumentieren. Wir versuchen ja auch, ihn von etwas zu überzeugen. Er versucht auch, uns von etwas zu überzeugen. Aber seine Überzeugungen haben in der Realität keinen richtigen Halt, verstehst du? Weil ich habe ja den Apostel Paulus zitiert, um solche Leute quasi in diese Richtung zu lenken und zu sagen, mein Lieber, dir muss bewusst sein, dass es keinerlei Ausrede für dich gibt, falls du in den Tod gehst. Weil Gott dir schon durch die Schöpfung beweist, dass es einen genialen Schöpfer gibt. Ja. Das okay, heißt, du sagst, in den Tod du gehst, sag mal kurz, warte. Realität, Armin, du sagst die Realität, ne? Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich meinte damit, falls wir Christen recht haben, und es nach dem Leben etwas auf uns zukommt, also nach dem Tod etwas auf uns zukommt, was ganz, ganz heftig ist, dass es Himmel und Hölle gibt, so haben wir wenigstens hier auf der Erde eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, der stellvertretend für unsere Sünden bezahlt hat. Jetzt stell dir mal vor, du gehst mit deiner Theorie in den Tod und dann denkst du dir auf einmal, alles, was ich gesagt habe, du kannst eigentlich nur gewinnen. Weil wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst, ist es ein Geschenk der Gnade, dass du sagen kannst, ich darf durch Gnade leben. Aber wenn du mit deiner Theorie in den Tod gehst auf einmal, steht auf einmal Gott vor dir und dann wirst du mit deinen leeren Philosophien versuchen, ihn zu überzeugen. Und du hast 0,000. Wenn du gottgläubig bist, hast du noch lange nicht die Möglichkeit zu sagen, also bist du noch nicht auf der sicheren Seite und du kannst nicht sagen, ich kann nur gewinnen, weil wenn du vor Gott stehst... Ja, aber wer ist denn auf der sicheren Seite, mein Lieber? Wenn du vor Gott stehst und Gott sagt... warum hast du mir Gottes bei Gesellung gemacht? Ja,
weil Jesus nicht Gott war, sondern Prophet und Allah der einzige Gott war, dann hast du auch die Arschkarte, genau wie ich. Dann bist du selber für dich verantwortlich, dass du nicht auf die Suche gegangen bist und selber historische Fakten berücksichtigt hast und den Koran demontiert hast und gesehen hast, ob der Koran Lügen verbreitet über die Bibel. Und ich gebe dir Brief und Siegel. Solltest du dich mit aufrichtigem Herzen hinsetzen und dem Ganzen nachgehen, wirst du merken, dass der Islam eine Lüge ist des Jahrtausends. Des Jahrtausends, Mann. Was wir alles herausgefunden haben. Okay, gut. Dann beruhen wir uns mal auf Fakten, auf die Realität und gucken mal, was... Wir beruhen oder wir berufen uns? Ja, beides. Also wir können uns auf die Realität berufen. Wir können uns auf der Realität... Nee, du hast gerade gesagt beruhen. Was für beruhen? Du meinst berufen, meinst du? Ja. Lass uns mal bei der Realität bleiben, weil du gesagt hast, die Realität zeigt ja, Jesus ist ja, ne, wahr. Ich habe nicht gesagt, die Realität zeigt, dass es wahr ist, sondern dass es Beweise gibt, dass Jesus Christus existiert hat, dass Jesus Christus auf Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt worden ist und die Tatsache der Aufrichtung kann nicht wegerklärt werden. Und dazu sage ich dir schon wieder, und das ist der Liebling aller Muslime, der Bart Ehrmann. Warte ganz kurz. Anruf bekommen wahrscheinlich. Ich will jetzt endlich mal in die Themen einsteigen hier. Wir reden die ganze Zeit um den heißen Brei herum. Danke, Anita. Vielen Dank. Wo ist er jetzt? Er hat einen Anruf bekommen gerade. Jemand sagt ihm gerade, hey, diskutier nicht mit ihm, schmeiß ihn raus. Santa fragt, Machiavelli wegen Tupac? Nein, nicht wegen Tupac. Und der Machiavelli von Tupac wird mit einem L geschrieben. Mein Machiavelli ist mit 2 L. Heißt, es bezieht sich auf den originalen Machiavelli. Mai, vielen Dank. Sehr lieb von dir. So. Hallo. Hi. So. Also, guck mal. Ich meine, du, lass uns mal über die Fakten reden, ja? Du glaubst ja an eine Religion. Aber du weißt schon, dass es auch einige Fakten gibt, die du selber nicht wegerklären kannst, oder? Ja, die du auch nicht wegerklären kannst. Also, ja, genau so wenig wie du irgendwas nicht wegerklären kannst. Einige Fakten musst du ja berücksichtigen. Welches, okay. Zum Beispiel, dass etwas, was erschaffen wurde, jemand, der das gemacht hat, eine Information geben muss, damit es so entwickelt wird, richtig? Alles entsteht durch Informationen. Bist du Biologe? Nee, ich habe mir einen sehr, sehr heftigen Vortrag angeguckt von einem Wissenschaftler, der auf einer wissenschaftlichen Art und Weise erklärt, wie das Ganze funktioniert und dass der Atheismus niemals aufgeht. Und das, was also, du davon erlebst. Ja, also ich bin ja Agnostiker, habe ich ja vorhin auch erklärt. Ich habe ja gesagt, ne? Ja, das ist ja ganz nah, das ist ja ganz nah am Atheismus. Also. Aber wie gesagt, das ist ein entscheidender Unterschied, wo du dieses Argument, was du gerade gebracht hast, eben bei einem Agnostiker nicht bringen kannst. Und so entscheidend ist der Unterschied, dass du dieses Argument Du kannst ja dann quasi deinen eigenen Gott basteln, so wie du dir das vorstellst. Ne? Wie die Christen, genau, richtig. Genau. Nein, wir basteln uns nicht unser eigenen Gott, sondern akzeptieren die Offenbarung, die Gott gegeben hat. Nur mit dem Unterschied, dass ich mir den eigenen Gott nicht bastel, aufgrund dessen, dass ich halt im Endeffekt nicht weiß und nicht beweisen kann. So. Also, lass uns nochmal. Ich grüße euch erstmal. Shalom an alle. Shalom. Machiavelli, mich würde einmal interessieren, welche Art von Beweis würdest du denn brauchen, dass du sagst, okay, das ist für mich relevant, ja, genau, und das beweist jetzt für mich, dass dieser Glaube der wahre Glaube ist? Das würde mich mal interessieren. Ein Beweis, das außerhalb von menschlicher Schöpfungskraft liegt. Weil alle Beweise, okay, die von Menschen kommen,
entstammen aus menschlicher Schöpfungskraft, was auch bedeutet, dass auch Gott eine menschliche Schöpfung ist. So ein Beispiel, was zum Beispiel außerhalb menschlicher Schöpfungskraft wäre, sage ich in meinen Streams auch jedes Mal wieder, wäre zum Beispiel, wenn du einen Baum absägst und die Lebensringe dort, die du, ne, kennen wir alle, wenn zwischen den Lebensringen, ja, wenn die Lebensringe Zeilen wären und in den Zeilen Gottes Worte stehen würden, dann wäre es unweigerlich die Botschaft Gottes. Dann wäre das ist aber ein sehr irrtümliches Argument, mein Lieber, weil bitte, eigentlich schießt du dir damit selbst ins Bein. Ich kann es dir ganz einfach erklären, die Bibel spricht darüber, langsam, im Römer steht geschrieben, denn durch Nachdenken kommt jeder darauf, dass Gott existiert, allein schon an der Schöpfung. Das heißt, ich doch wenn du mir sagst über die Lebensringe, weißt du, was ich meine? Du kannst mir reden über Lebensringe, du möchtest darauf warten, dass Gott irgendwo in den Himmel seinen Namen reinzeichnet. Ich bei jedem Einatmen sagst du seinen Namen. Wie viele Beweise braucht man denn eigentlich? Was für einen Beweis braucht man? Du bezweifelst gerade die Gottesfähigkeit, seine Botschaft unabhängig vom Menschen an die Menschen zu übertragen? Das nein, bezweifelst auf gar keinen du gerade? Fall. Im Gegenteil, ja, bitte, im Gegenteil. Dann ruder nochmal bitte kurz zurück und denk darüber nach, was ich gerade gesagt habe. Nochmal. Ich habe gesagt, Gottes Beweis wäre, wenn Gott nicht von einem Menschen abhängig ist, um einen weiteren Menschen von ihm zu überzeugen. Heißt, wenn er in seine Schöpfung... Dann muss es ja gar nicht. Doch, natürlich muss er das. Er muss in die Schöpfung... Natürlich nicht. Möchtest du mir sagen, dass alle Menschen, die außerhalb von der Gesellschaft existieren, Atheisten sind? Möchtest du mir das sagen? Ich kenne keinen Stamm, ja, keinen Indianerstamm oder kein Tribe in irgendeinem Urwald, das plötzlich Jesus erkannt hat, durch logisches Überlegen. Kenne ich nicht. Ja. Kennst du einen? Warte, langsam, mein Lieber. Ja, aber das ist ja deine Aussage gerade, dass das funktionieren nein, müsste. Nein, eben nicht. Da hast du ja was falsch verstanden, es mein Lieber. Wenn wir Mensch reden über die Existenz Gottes, langsam. Der dir was von Jesus erzählt. Aber Machiavelli, langsam. Jesus kommt gleich. Du bist Agnostiker, du musst erstmal zum Theisten werden. Dann kann ich dir ein bisschen was erklären über Jesus. So, bevor du überhaupt erst die Existenz Gottes gar nicht an dich ranlässt, kann dich Jesus dir gar nicht offenbaren. Das heißt, ich muss erstmal an Gott glauben. Warte mal, ich kann dir zeigen. Das heißt, ich muss erstmal an Gott glauben, damit ich Gott verstehe. Hä? Lass mich doch mal ausreden, dann kannst du gerne was dazu sagen, mein Lieber. Wir kennen uns doch. Wir sind uns doch eigentlich sehr sympathisch. Wir haben uns immer ausreden lassen. Ja, klar. Wir kennen uns auch, ja. Ich meine nicht, dass du Jesus, natürlich kannst du nachverfolgen, historisch, auf säkularer Ebene können wir hundertprozentig beweisen, die Existenz von Jesus Christus. Jetzt kannst du mir sagen, ja, das beruht auf Menschenwerk. Ja, dann kann ich ja nicht mal sagen, dass du existierst, weil du berufst auch auf Menschenwerk. Ist ja Schwachsinn, dieses Argument. Im Endeffekt, was ich meine ist, ich kann dir offenlegen, dass Jesus existiert hat. Die Frage, was du damit machst, ist deine Sache. Ob du gläubig bist oder nicht, die Tatsache, die Person Jesus Christus ist bewiesen. So, das einmal dazu. Nur aber sagst du kurz, ja aus deinem Standpunkt, dass du Agnostiker bist. Ganz kurz, du hast gerade einen Gedanken mit einem physikalischen Mensch verglichen. Du hast gesagt, ich bin ja auch ein Menschenwerk, also bin ich nicht da. Das hast du verglichen mit einem menschlichen Gedanken. Nein, das ist im Umkehrschluss dein Argument, was ich gegen dich verwende. Nein. Weil, guck mal, langsam. Fantasie kann man nicht mit dem menschlichen Körper vergleichen. Machiavelli, du hast gesagt von Anfang an, hast du gesagt, ja, dass für dich erst ein Beweis beweiskräftig ist, wenn es auf übernatürliche Weise, also ich sag mal so, Dinge brauchen übernatürliche Beweise, um es einfach mal in einem einfachen Satz zu formulieren. Ganz im Gegenteil. Ich habe genau das Gegenteil behauptet. Ich habe gesagt, Gottes Worte sollten in der Natur vorkommen, also im Natürlichen vorkommen. Das war meine Aussage. Ja, okay, aber wie sollen diese Worte aussehen, deiner Meinung nach, wenn ich dir sage, dass die Schöpfung an sich schon von einem Schöpfer spricht? Ja. Genau. Das ist die Frage, die ich dir stelle, genau. Weil im Endeffekt kann Gott heute vor dir stehen und sagen, ich wünschte, wir könnten uns mal den Vortrag von Dr. Werner Gitt mal reinziehen. Der ist heftig. Hast du schon mal Dr. Werner Gitt gesehen? Machiavelli? Nee, der Name sagt mir tatsächlich was, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Das ist genau, ob solche Leute, die so skeptisch sind, ob es Gott gibt, ob wir der Bibel vertrauen können, genau für so einen wie dich maßgeschneidert. Okay, lass uns trotzdem bei uns bleiben gerade, weil das ist doch gerade effektiver, wenn wir bei uns bleiben jetzt. Nein, ich wollte nur mal fragen, ob du den kennst. Hast du schon mal seinen Vortrag gesehen, ich als Wissenschaftler der Bibel glaube? Aber wir reden doch gar nicht über die Fakten, auf die ich hinaus wollte. Wir reden gerade über eure Sachen. Und ich frage dich doch nur eine Frage. Hast du schon mal den Vortrag von ihm dir angehört? Du stellst mir eine Frage, oder? Oder fragst du mich eine Frage? Ich frage dich gerade. Hast du schon mal diesen Vortrag gesehen von Dr. Professor Werner Gitt? Nein, ich muss mir das mal angucken, tatsächlich. Wenn du sagst, okay, das ist echt, ich mach das gerne. Echt Gold wert, wirklich. Dann nimm dir mal die Zeit dafür. Das ist echt Hammer. Gerne. Also wie gesagt, der Grund, warum ich
hier rein. Ich bin ja derjenige, der hier reinkommt, ja. Heißt im Umkehrschluss, dass ich auch ein Anliegen habe, ein etwas vortragen möchte. Jetzt sieht das so aus, als ob ich der Host wäre und ihr versucht hier mir Fragen zu stellen. Wie können wir das gerne machen? Wir antworten und fragen. Wir führen ja einen Dialog. Wir möchten ja deine Position kennen, Machiavelli, aus welchem Standpunkt du heraus sprichst, damit wir überhaupt mit dir reden können. Weil Agnostizismus ist groß. Es kann alles Mögliche bedeuten. Ja. Nö, das bedeutet einfach, dass man den Schöpfer nicht beweisen kann, dass es den gibt und dass es den nicht gibt. Und es gibt wiederum auch die Art von Gnostizismus, die sagt, ich glaube an eine höhere Macht, kann sie aber nicht definieren. Ich weiß ja nicht, welche Art du davon bist. Ich bin der Meinung, dass diese ganzen Märchengeschichten nicht existieren. So. Und ob es jetzt Jesus als historische Person gab oder nicht, das ist mal außen vor. Es geht mir nur darum, dass diese Märchengeschichten, dass Jesus eine Jungfrauengeburt ist zum Beispiel, ja, oder dass er halt einen Toten Leben erweckt hat, dass er mit zwei oder von Geburt schon reden konnte, all das, ja, das sind für mich Märchenerzählungen. So, ob es aber einen Schöpfer gibt, das steht außen vor. Aber die Existenz des Schöpfers deutet halt nicht auf irgendeinen Himmel oder Hölle oder Engel und Teufel hin. Ne? Das lasse ich außen vor. Das ist kein Bestandteil. Du meinst, ganz kurz, lass mal kurz auf diesen Punkt bleiben, weil den fand ich jetzt interessant. Du sagst, die Existenz eines Schöpfers würde nicht auf das Prinzip von Himmel oder Hölle hindeuten. Genau. Dann ergibt das Prinzip von Gerechtigkeit keinen Sinn. Wer sagt denn, das Prinzip von Strafe oder Belohnung ergibt dann auch keinen Sinn, nach dieser Aussage? Findest du es gerecht, wenn jetzt irgendwelche Menschen irgendwelche Laborversuche machen oder irgendeinen Versuch mit Ratten machen? Findest du es gerecht, dass diese Ratten jetzt unter diesen Versuchen... Ja, Moment mal, um herauszufinden, ob das an unserem Körper anwendbar ist, muss man halt diese tierischen Versuche machen. Sonst könnte man ja gar nicht deine Medizin herstellen, die du eventuell brauchst, um zu überleben, oder? Genau, aber das Versuch... Überleg doch mal, was du da gerade sagst. Moment, einmal zuhören bitte. Das Versuchsobjekt, ja, die Ratte oder die Maus oder was auch immer man da halt heranzieht, ist es für den von seiner Perspektive aus betrachtet eine Gerechtigkeit, auf die er jetzt verlangt, auf die er jetzt irgendwie sich berufen kann? Das schließt ja schon die Prämisse vor, dass Gott uns als Versuchskarnickel erschaffen hat, aber das glauben wir nicht. Das ist der Punkt. Wenn der Erschaffer... Aber so ist das ja halt nicht. Du hast rausgeholt mit Gerechtigkeit. Ja? Ja. Wenn der Erschaffer, ich sage ja nicht, wer der Erschaffer ist, aber angenommen, der Erschaffer ist irgendein Wesen, der uns in einem Labor irgendwie züchtet oder einen Versuch mit uns macht, dann können wir auch in dem Moment keine Gerechtigkeit mehr suchen. Dann sind wir nichts anderes als eine Laborratte. Wir wissen halt nicht, warum wir da sind oder wie wir zustande gekommen sind. Ich habe gesagt, warum sollte denn der Engel Gabriel dasselbe machen, was Allah macht? Allah ist doch derjenige, der einhaut. Aber der Engel Jibril kommt doch auch von Allah und aus Licht erschaffen. Engel sind doch bei euch auch aus Licht erschaffen. Der Allah hat gesagt, Gabriel, geh mal hin und hauch mal in die... Er sagt es doch selber im Koran, dass er die Aufgabe bekommen hat. Warum soll denn, wie hat denn unser Prophet, Frieden und Segen auf ihm, Überlieferungen und den Koran bekommen? Wie hat er das denn bekommen? Durch wen? Ja, okay, Überlieferungen. Warum sollte aber Gabriel etwas machen, was eine schöpferische Tätigkeit ist? Das kommt... Guck mal, du verstehst doch nicht den... Nee, du verstehst das nicht. Du begehst gerade Schirk, ohne das zu verstehen. Nein, das große Ganze... Du raffst ja gar nicht, du hast keine Ahnung vom Islam. Du hast überhaupt gar keine Ahnung von Islam. Kommst hier rein und blamierst dich. Und begehst die ganze Zeit Schirk. Okay, Schirk. Du bist jemand, der überhaupt null Ahnung von seiner Religion hat und kommst hier bei mir und versuchst, irgendwelche Sachen zu machen, obwohl ich dich die ganze Zeit vorführe. Guck mal, mit jemandem, der mir sagt, dass ein Mensch Gott ist, brauchen wir nicht über Schirk reden. Jetzt kommst du wieder mit diesem Thema an. Schirk ist das Größte, wenn du jemanden beigesellst, neben Gott. Okay, du hast doch jemanden beigesellt. Dankeschön. Hat dein Prophet sogar jemanden beigesellt anstatt Allah? Wen hat er beigesellt? Satan und die ganzen Quraysh haben mit ihm die Götzen angebetet aus Mekka. Alat, Al-Uzza und Manat. Okay. Somit hat der Schirk begangen, eine Sünde, die ihm niemals vergeben wird. Subhanallah, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Es ist ganz einfach mit diesen typischen Scheinargumenten, die sich eine Art von... Okay, das bleibt doch auf. Suche 22, lass mich doch einmal ausreden, dann kannst du doch auch reden. Bringt doch gar nicht. Sag nicht Scheinargumente. Sag ja, Amir, du hast mehr Ahnung als ich. 100% ich nicht. Ich bin ein Unwissender, du hast mehr Ahnung als ich. 100% nicht. Ein bisschen. Guck mal, diese grundlegenden Dinge,
weiß ich zu 100% mehr wie du. Grundlegend, einfach. Grundlegende Dinge weißt du mehr als ich. 100%, weil du nimmst dir Koranverse, das ist ja euer System. Ihr nehmt ja Koranverse, ohne Exegese, ohne sonstiges, knallt das raus. Einfach. Habt ihr das gehört? Ich nehme Koranverse ohne Exegete, obwohl ich immer sage, Leute, ihr hört nicht auf mich, liest den Tafsir von At-Tabari, von Al-Jalalain, von Al-Qurtubi, von Ibn Kathir. Als ob damit die Leute das machen werden. Die guck mal, was der Typ macht. Seht ihr, was der Typ macht? Hä, was mache ich denn? Du hast gerade gesagt, dass ich überhaupt nicht eine Exegese zitiere. Obwohl ich immer sage, lies den Tafsir, immer wieder. Guck mal, 90% deiner Zuhörer und deiner Anhänger oder deine Anschauer. Hab mehr Ahnung als du vom Islam. 90%. Ja, okay. Deine, ganz einfach. Deine sind besser bewandert als du in deiner eigenen Religion. Deine Community zu 90% können kein Arabisch. Und auch wenn sie Arabisch könnten, haben sie keinen Plan von Koranexegese. Von sie haben mehr Ahnung als du von deiner eigenen Religion. Guck mal, nicht weil ein ein Tafsir von Ibn Kathir zu kaufen und diese Ayah 91 einfach ungefähr auf einer halben Seite zu lesen, was denkst du eigentlich, was eine Koranexegese ist? Weißt du, auf Althebräisch die Bibelexegese, die kannst du selber nicht. Du nimmst alles nur von Übersetzungen. Und das ist Halbwissen, was du verbreitest. Einfach Halbwissen. Ja. Also 90% der weltweiten Muslime, die kein Arabisch können, sind alles Idioten und haben keine Ahnung vom Islam, richtig? Nein. Guck mal, deswegen habe ich gesagt, grundlegende Dinge weiß ich 100-mal mehr wie du. 100-mal. Ja, du weißt gar nichts über den Islam. Ey. Genau, aber da reinzugehen. Ja, genau, danke schön. Nee, aber da, ich, was soll ich anders? Soll ich dein Wort dir brechen, deine Zunge kommen und dir jetzt rausziehen? Weil ich muss dir doch zustimmen. Also, du kannst mir nicht meine Zunge raus, du kannst gar nichts. Hör auf damit. Ey. Will ich auch gar nicht. Du musst doch dir eingestehen, dass du. Du hast böse Augen und ich sehe das und es tut mir auch leid. Nein, ich habe keine böse Augen. Das tut mir nur sehr leid für dich, weißt du, weil du dich für eine Religion, beziehungsweise in einer Religion geboren wurdest, wo du dich auch gar nicht mehr kritisch damit auseinandersetzt. Du akzeptierst das einfach blind, aber ich war nicht der Typ, der das einfach blind akzeptiert, sondern Dinge in Frage stellt. Obwohl Allah mir verboten hat, Dinge in Frage zu stellen. Und das alles blind zu akzeptieren, habe ich gesagt, nein, Allah. Wenn schon so ein fairer Koran existiert, bin ich bereit, deine Religion in Frage zu stellen. Okay. So dürfte ich dir eine private Frage stellen? Was möchtest du? Deine Eltern, sind die noch Muslime? Oder sind das? Sie haben noch diesen muslimischen Kopf, habe ich schon zum tausendsten Mal beantwortet. Nein, ich schwöre es dir, ich folge dir. Nein, ohne Spaß. Ich kenne dich natürlich aus dem Netz und so, aber ich folge dich nicht. Ich bin jetzt gerade reingekommen und ich war jetzt noch hier im Homeoffice und da habe ich gesagt, komm, gehe ich einfach mal rein. Also die sind noch Muslime. Ja, so wie ich dir gesagt habe, mit diesem muslimischen Kopf. Ja. Was heißt denn muslimischen Kopf verfolgen? Ja, du weißt doch, wie die Eltern sind. Du weißt doch, wie diese Eltern sind. Du weißt doch, wie die muslimischen Eltern sind. Ey. Was war das denn? Hey, du Kleiner. Wir wollen ja alle Dings haben, ey. Foto. Wir wollen alle ein Foto haben. Oh Mann. Ich meine, praktizieren sie oder ist das einfach okay, wir sind Muslime, so geboren, wir glauben? Ja, so wie 99% der hier lebenden Eltern. Alle so, ganz einfach so lebende Muslime, die immer noch diesen muslimischen Kopf haben und das auch niemals rauskriegen. Du bist Perser, richtig? Also Iraner, ne? Ja. Ja. Und hast du aber guten Kontakt zu ihnen? Pflegst du den weiter? Ja, natürlich, klar. Okay. Und was sagen Sie dazu? Nehmen Sie das so hin oder gibt es da auch immer Diskussionen? Ja, anfangs war das natürlich ein bisschen komisch, aber dann nach und nach haben die es also akzeptiert. Ne? Aber du versuchst sie natürlich auch so ein bisschen immer zu überzeugen. Sehr oft mit ihnen darüber geredet, ja. Sehr oft mit ihnen darüber geredet. Okay, aber sie bleiben trotzdem so auf dem Weg des Islam. Sie sagen, wir glauben daran. Sie sind einfach menschlich, aber zwischendurch hörst du immer noch diesen muslimischen Kopf daraus, weißt du? Das ist das. Auch diese Argumente, die sie halt dann, wenn ich mit meinem Vater halt rede, ne, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Gott hier auf die Erde kommt, so wie die biblische Lehre das sagt. Ne. Das ist sehr, sehr ultra schwierig für Menschen, die aus dem Islam kommen. Ne.
Weißt du, im Endeffekt, guck mal, jetzt abschließend, ich wollte auch raus, abschließend zu sagen, ich finde einfach immer nur, natürlich ist der Mensch, dieses Geschöpf Mensch, ist immer sein ganzes Leben, bis der letzte Atemzug kommt, immer auf der Suche natürlich nach der Wahrheit. Und wir wollen alle irgendwo diese Sicherheit im Herzen haben nach der Wahrheit. Weißt du, aber ganz am Ende, wenn wir sterben, dann werden wir wissen, was genau alles, was kommt und was passiert. Ja, ich lasse das niemals zu, dass ich hier auf der Erde nicht herausgefunden habe, was mit mir nach dem Tod passiert. Aber das niemals. Für mich, guck meinst mal, das du, aber warte, warte, ich denke ja genau wie, genau, ich denke ja genau wie du. Ich habe das ja auch für mich zu 100% gefunden und bin auch damit glücklich und zufrieden. Genauso wie du. Aber verstehst du dieses... Ja, also wenn du glaubst, dass Gott wie ein Zuhälter ein Bordell da für dich errichtet hat, dass Frauen mit schwellenden Busen auf dich am Warten sind und du deren Jungfernhäutchen zerfetzen wirst bis in alle Ewigkeit und dass deine Orgasmen 70 Jahre lang wären, dann tust du mir aufrichtig leid. Aber guck mal, Amir... guck mal, Amir, überleg mal, was der Allah da von euch, was er euch mitgibt. Weißt du, dass du deine eigenen Familienmitglieder penetrieren darfst im Himmelreich? Aber wenn wir, guck mal, jetzt fangen wir wieder auf diese Nein, Schiene sag an, nicht, und dann, wir weichen nicht aus. Überleg nein, ganz genau. Auch, aber dann überleg dir, ganz genau. Dann sag, überleg ja, ganz ja. genau, was Allah da sagt. Aber dann sage ich dir, erstmal sind wir wieder bei diesem Thema von vorhin mit Exegese, ne, nochmal. Ja, wie gehst du denn damit um? Wie gehst du denn damit um? Ganz ehrlich, aus dem Herzen heraus, dass Allah dir sagt, das ist gar kein Problem, mein Lieber. Sobald du in Himmelreich kommst, sind deine Hudel-Ain schon da. Ich werde dein PENIS so dick und so lang machen wie eine Palme. Du bist damit beschäftigt, Jungfernhäutchen zu zerfetzen. Und du darfst deine eigene Oma, du darfst deine eigene Schwester, du darfst deine Tante, Nichten, alle beglücken. Gar kein Problem. Also ich kenne diese Verse nicht. Dann bin ich da. Ja gut, dann kannst du das Buch von Al-Qurtubi aufschlagen. In Tuhfatul Al-Habib, Al-Shal al-Khatib auf der Seite 352. Mhm. Dein Imam Al-Qurtubi sagt das. Warte, ich schreibe mir das mal auf. Al-Qurtubi. Ja. Wo hast du gesagt? In Tuhfatul Habib. Lass mich dir vorlesen, damit wir das auch haben. Aber sind das Ayat aus dem Koran? Ja, er erklärt, was im Paradies abgehen wird, der Al-Qurtubi. Achso, also nur, du beziehst dich jetzt nur auf einen Gelehrten. Auf einen Gelehrten von Tausenden. Ja gut, wer ist denn Al-Qurtubi? Kannst du den Leuten erklären, wer das ist? Nein, kann ich dir nicht erklären. Du bist doch ein richtig cooler Muslim, hast du gesagt. Du hast mehr Ahnung als alle. Alhamdulillah, ich bin Muslim, ich liebe Allah und ich liebe diese Religion und das ist alles, was ich dafür brauche und diese komplette Verwirrung, die hier abläuft mit sowas, mit Al-Qurtubi und wo du das drin liest, weißt du... Ja, du hast ein Riesenproblem mit deiner Religion, merkst du das nicht? Weißt du, wie viele Bücher verfälscht wurden im Laufe dieser Zeit? Weißt du das eigentlich? Achtung, lass mich euch vorlesen! Imam Al-Qurtubi sagte, im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben, die ihnen auf der Erde verboten sind, außer mit den Müttern und den Töchtern. Dadurch werden keine Kinder gezeugt. Somit ist dieser SEX vergleichbar mit Analverkehr und nicht verboten. Nur seine Töchter und seine Mutter darf ein Mann nicht punkten. Und es wurde berichtet, dass jedem Mann im Himmel ein PENIS gegeben wird, der einer endlos langen Palme gleicht und dazu eine Vagina, die ausreichend Platz für einen solchen PENIS bietet. Und man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig schlafen. Tuhfatul al-Habib al-Shal al-Khatib auf der Seite 353. Was ist das für eine Religion, Mann? Zeig mal das Buch. Hier hast du das direkt 1:1. Hier zeig hast du mit arabischem Text mir alles. Bitte den vorne das. Ich brauche da einen Screenshot von. Mach mal. Du brauchst gar keinen Screenshot. Du brauchst nur die Quelle. Ich poste das für alle rein. Wieso? Ruhe, nein. Ja, okay. Die Quelle oder? Ich poste das für alle hier rein. Sei ruhig. Ich schreib das hier auf, damit das alle kopieren können und zu ihren Imamen rennen können und sie vor die Wahl stellen. Was du für ein Teufelsbuch da gefunden hast. Kein Problem, wir haben ja hier die Quelle. Hast du von irgendeiner Sekte, ne? Von irgendeiner Sekte, die Al-Qurtubi zitiert, genau. Ach, genau so sieht's aus. Die wollen doch sowieso auch dem Islam schaden. Was denkst du? Die sind Freunde von dir. Al-Qurtubi will den Islam schaden, ja natürlich. Nein, es geht doch nicht um Al-Qurtubi. Al-Qurtubi will Islam schaden. Al-Qurtubi will Islam schaden, genau so. So will ich dich sehen. Greif deinen eigenen Imam an. So will ich das hier sehen. Kommt nicht mehr rein, er tut hier Sexbücher, Porno, Bücher voll. Seht ihr, was der macht? Da hat er sich geschämt. Habt ihr das gehört? Bruder, was? Seht ihr, was der... Der hat 1:1 gesehen, was abgeht.
Teufel kommt hier nicht mehr rein. Er liest aus irgendwelchen SEX-Büchern vor. Guck mal. Warte, ich muss das hier reinposten, damit die Leute das haben. Warte. Al-Habib, wer weiß, dass Al-Qurtubi ein Riesengelehrter ist? Das ist so krank. Habib. Hier, kopiert das bitte und geht mit euren Imam das durch. Sag mal, was ist das für ein ekelhaftes Himmelreich, was uns da versprochen wird? Unfassbar. Eine weitere Quelle haben wir weiter. Guck mal, im Himmel ist es dem Mann erlaubt, mit allen Frauen SEX zu haben, die ihm auf der Erde verboten sind, mit Ausnahme der eigenen Mütter und der eigenen Töchter. Und der Mann darf SEX mit zwei Schwestern gleichzeitig haben. Und es besteht keine Schande daran, SEX mit jemandes ANUS zu haben. Und es wurde berichtet, dass jedem von euch im Himmel ein PENIS gegeben sein wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Das ist so krank. Al-Bujairimi, Al-Khatib, Band 4, Seite 78. Das ist so abgefahren, ey. Das ist so abgefahren. Und dann sagen die zu mir, Amir, was hast du für einen Fehler gemacht? Komm wieder zurück in den Islam. Komm doch wieder zurück in den Islam. Da wird Allah dich mit kleinen Knaben belohnen in Sure 52, Vers 24. Gar kein Problem. Die Hudel Ain warten da auf dich, Amir, in Sure 55, Vers 56. Noch keiner vor dir hat sie jemals entjungfert. Du wirst der Erste sein, Amir. Komm wieder zurück zum Islam. Ihr habt den Knall nicht gehört. Ihr braucht eine Therapie, braucht ihr, aber vom Feinsten. Ihr habt so den Knall nicht gehört, Mann. Ihr braucht eine Therapie von Dr. Sheikh Abu Amir. Thank you.
Wunsch an der Segel. Gut. Wo sind sie denn so?
Immer am Lästern, immer am Lästern. Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist doch normal, Mann. Du hast zu tun mit einer Religion, die bereit ist, Menschen zu ermorden. Was denkst du denn? Du hast zu tun mit dem Teufel. Ja. Da musst du mit rechnen, dass die Leute Stand machen. Das ist ganz normal. Weil wären sie von Gott, würden sie es ja nicht tun. Sie würden das ja aushalten. So wie wir Christen das aushalten. Ja. Verstehst ja. du? Das ist der Unterschied. Dürfen, guck mal, was für eine heuchlerische, guck mal, wie heuchlerisch das ist. Sie dürfen sagen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Sie dürfen sagen, Jesus ist nicht Gott. Sie dürfen sagen, Bibel ist verfälscht. Sie dürfen sagen, Trinität ist Götzendienst. Sie dürfen dies sagen, sie dürfen das sagen, sie dürfen jenes sagen. Aber sobald wir sagen, der Islam ist nicht die Wahrheit, Mohammed war niemals ein Prophet, der Islam ist eine Lüge, dann sind wir tot. Tot. Guck dir das an, in was für eine Welt wir angekommen sind. Genau, genau. Der Unterschied ist auch, dass Jesus zwischen Mohammed auch nicht so ein Mann war, der Kriege geführt hat oder irgendwelche Frauen, viele Frauen genommen hat oder irgendwelche Kinder als Frauen genommen hat oder sowas. Was hat er gemacht? Eben, Jesus war nicht so ein Mann wie Mohammed. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Christentum und Islam. Das Vorbild, jetzt müssen wir das vergleichen, das Vorbild der Christen mit das Vorbild der Muslime. Genau. So, genau. Und dann sehen wir mal, was abgeht. Genau. Ja, und das ist ja schon der Unterschied. Das wollen die Muslime nicht. Die wollen nicht. Das sind sehr, 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 sehr ungerechte Menschen. Sehr ungerecht. Sehr ungerecht. Ich finde das aber schade, weil wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen vom gleichen Gott. Ja, aber für die sind wir unterste Tiere. Wir sind niedriger als das Tier. Sura 8, Vers 52. Wahrlich, die Ungläubigen sind schlimmer als das Vieh. Wir sind in den Augen Allah schlimmer als die Tiere. Was meinst du, was der Muslim von uns denkt? Wenn wir in den Augen seines Gottes schon niedriger als das Tier sind, was meinst du, wie der Muslim uns dann behandelt? Also wie Müll, wie Dreck. Schlimmer als ein Hund. Ja. Ja. Verstehst du jetzt, warum der Islam in der ganzen Welt verhasst ist? Sobald man den Koran aufschlägt und nachliest, was Allah da eigentlich sagt und den Muslimen befiehlt, so muss man eigentlich auf den Gedanken kommen, sofort den Islam zu verbieten. Sofort! Weil das in der Gesellschaft keinen Platz hat für diesen ultra heftigen Hass gegenüber Andersgläubigen. Verstehst du? Andere Religionen. Ja, du hast quasi eine Schrift mit dir, also die Muslime haben eine Streitschrift mit sich, in dem sie gegen alle Religionen sind. Und wenn es soweit ist, dass sie die Oberhand haben, werden sie alle Religionen unterdrücken. Ja. Und ich werde angefeindet, weil ich das auch ausspreche. Ist das zu fassen? Du sagst ja nur die Wahrheit. In was für einer kranken Welt sind wir angekommen? Wo wir mit unseren eigenen Augen sehen, wie Muslime die Christen und Juden und alle Andersgläubigen in ihren Ländern behandeln. Guck dir das mal an. Die denken, wir sind behämmert und sehen das nicht. Ja. Ja, das nennt man Doppelmoral. Doppelmoral. So sieht's aus. Doppelmoralisten. Amen. Sehr, sehr gut. Ja. Siehst du? Also, ja, ich wollte das nochmal loswerden. Das tut den meisten Muslimen dann weh, wenn ich auf einmal so aus dem Boot ausgestiegen bin, weil so musst du dir das vorstellen. Das Gespräch zwischen mir und einem Muslim. Amir, wie kannst du so sein? Du bist voller Verräter. Wie kannst du aus unserer Religion aussteigen, wo wir doch Deutschland einnehmen wollen? Hör auf, dann die Sachen über unsere Religion sozusagen preiszugeben, weil du siehst doch, Deutschland hat es verdient, sozusagen. So denke ich. Deutschland hat es verdient, eine Islamisierung zu bekommen. Guck dir das an, was die getan haben. Dann sage ich denen aber, du kannst doch nicht anfangen, jeden Einzelnen in die Schuld zu geben, was in der damaligen Geschichte passiert ist. So weit denken die nicht mal. Mhm. Ja, ist wirklich traurig. Ja, der einzige Unterschied ist auch, dass Jesus heilen konnte und Mohammed war auch ein normaler Mensch. Das ist Er konnte auch heilen. Mit Kamelurin. Das konnte der. Kamelurin hat er den Leuten empfohlen. Und da gibt es Leute, die versuchen, das auch noch so gut zu reden und versuchen, das Ganze zu erklären mit Kamelurin. Okay. Als ich das gehört habe von Dr. Hassan Dabak, das ist ein Doktor, der hat einen Doktortitel, der Sheikh. Dr. Hassan Dabak, jeder kennt den ja, das ist der Sheikh von den ganzen Salafis, ja auch von Abu al-Bara oder was, also die sind alle miteinander da.
Da versucht er zu erklären, dass Kamelurin ja, gegen Krebs heilt und sowas. Obwohl es keine anerkannte Studie dafür gibt. Kein einziger Arzt der Welt hat irgendwie herausgefunden, dass es wirklich was bringt gegen, gegen Krebs. Ja, krank. Einfach nur krank. Das ist heftig. Ja. Ja, ich wollte das aber nochmal loswerden. Ich finde es aber schade, von den Moslems, dass ich so ein Fach. Aber noch eine heftige Sache, da haben die den gefragt, ja, was ist das? Was hat das denn auf sich mit der Verhexung des Propheten? Und was soll das? Wie können wir da noch dem Mohammed vertrauen? Weil er war ja nicht Herr seiner Sinne und darauf ist er auch eingegangen auf die Frage. Da sagte der eiskalt, ja, der Koran war damals, dann, der Koran war schon fertig. Sozusagen brauchen wir dann Mohammed nicht mehr. Guck dir mal an, was er da sagt. Der Koran war schon fertig, als der Mohammed verhext wurde. Ja gut, okay, der Koran war fertig, aber du studierst doch sein Leben und du weißt doch nicht, ob der unter schwarzer Magie diese ganzen Sachen, die der Bukhari aufgenommen hat, dir mitgibt. Die Frage bleibt also immer offen. Hat Mohammed das unter schwarzer Magie getan? Sich so gewaschen, sich das gemacht? Der hat sich ja alles eingebildet. Nun, angeblich hat er es in einer Woche geschrieben. Oder wie viele Tage hat er gebraucht? Die Gelehrten gehen davon aus, dass die... die Verzauberung zwischen 40 Tagen und 6 Monaten war. Okay, ja. Du musst dir mal vorstellen, dass die mit ihm die ganze Zeit waren, die Sahaba. Alles, was er also getan hat, haben die alles immer aufgeschrieben und der Nachwelt mitgegeben. Ja. Jetzt stell dir mal vor, der stand unter schwarzer Magie und der hat auf einmal Sachen gemacht, die Muslime jetzt nachmachen in, unter schwarzer Magie. Also muss man Mohammed verwerfen und zum wahren Vorbild kommen, zum Herrn Jesus Christus. Genau. Muss man mal vorstellen, alles Erdenkliche ist ihm passiert. Alles Erdenkliche ist Mohammed passiert. Schon krass, ja. Ja, also du brauchst ein unehrliches Herz, um das nicht mehr zu erkennen, dass man dem Vorbild Mohammeds nicht mehr folgen kann. Und am Ende wurde der von Gott selber getötet für die ganzen Lügen, die er erdichtet hat. Sure 69, Vers 44. Er wurde an seiner Rechten gepackt und seine Schlagader durchtrennt. Und so hat er es auch gesagt. O Aisha, ich fühle immer noch den Schmerz von dem Schaf, das ich aß, von dem Gift, das meine Schlagader durchtrennt. Ja. Nein, ich wollte das einfach nochmal loswerden. Also ich gehe wieder mal raus. Gott segne dich. Gott segne dich auch, mein Lieber. Herr Jesus Christus, segne dich. Was? Ochsenbilla? Ochsenbilla? Ja, die sagen mal Ochsenbilla, ja genau. Das hört sich an wie Ochsenbilla, ja. Ochsenbilla. Ja, da seht ihr, wo ich dem gerade eben geantwortet habe, wo ich gesagt habe, ja, guck mal, was der Al-Qurtubi sagt. Er kennt Al-Qurtubi, er weiß ganz genau, dass das einer der heftigsten Mufassirin ist, die das sunnitische Islam zu bieten hat. Der Bänder vollgeschrieben hat über den Islam, Al-Qurtubi. Einer der vier großen Mufassirin des Islams. Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalain und Ibn Kathir. Diese vier haben den Islam so ruiniert, das ist unglaublich. Aber die sagen ja die Wahrheit, was sollen die denn machen? Sie zitieren also die Sahaba und Mohammed selbst. Das ist ja das Problem. Ja, wir können Gott dankbar sein, dass wir im Zeitalter des Internets sind und wir die ganzen Bücher online nachschlagen können. Das ist absolut phänomenal. Absolut phänomenal. Alter, was hört ihr denen denn zu? Alter, was hört ihr denen zu? Ja, das ist das. Beweise und Fakten bist du resistent, ne? Das willst du nicht hören, dann machst du direkt so, ne? Schade. Möge der Herr Jesus Christus dein Herz öffnen. Möge der Herr Jesus Christus dein Herz öffnen.
Hello. Hello. Do you speak English? A little bit, yes. Were you a practicing Muslim? No, I was born in an Islamic family, in a Muslim family. And one day I decided myself to study my religion. And I came to the conclusion that that Islam is the biggest lie I ever seen in my life. Okay, so did you used to pray? What? Did you used to pray? Yeah, I recite my Al-Fatiha and Qullu Allahu Ahad, Surat Al-Ikhlas, and something like this, you know? Like every Muslim here in Europe and all over the world. So you used to pray? We learned that from childhood, and we doesn't know anything about Islam. Okay, so you used to pray a full prayer? What? Did you used to do a full prayer when you were Muslim? No, I do my dua to Allah. This is the prayer that I recite for when I was a Muslim. I started with Al-Fatiha and Qulu Al-Awad, and I do my dua to Allah, you know? But it's no problem for me. When I want, I make it in one day. I learn the prayer. It's no problem. What's the point of that? What is the point of that? Okay, one sec. Did you know how to pray five times a day? No, but I can learn it in one day. Is that make me a better Muslim? No. Became my evidence more power? No, I'm asking if you knew how to pray when you were Muslim. Silly argument. Everyone can learn in one day a prayer in Islam. It's no problem. Yeah, but okay, so in Islam, to be a Muslim, you need to do five daily prayers. If you don't do five daily prayers, you're not a Muslim. So okay, to 90% in Europe are not Muslims, is that what you say? If a Muslim does not do his five daily prayers, he is not a Muslim. Okay, say to the audience, because 90% in Europe are not praying five times a day. Yes. They are Muslim by name. They are Muslim by name. 99%. Okay, because Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the difference between us and the disbelievers is the prayer. It's the prayer. Whoever deletes it is one of them. Yes. And do you know that Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah said whoever refuses to pray, tell him to repent, and when he doesn't repent, go and kill him. Is that okay for you? No, so what I'm saying to you is... What not? One sec. What I'm saying to you is to be a Muslim, okay? Okay. You need to do your five daily prayers. If you don't do your five daily prayers, you are not a Muslim. Okay. And this, but Muhammad the said you have to go to war in jihad. You are not a Muslim by yourself. Yeah, because but what I'm saying is... one of the pillars of Islam. Because the fuqaha said that Islam has five what is in English one of the biggest main in Islam is jihad, doing jihad. Is that right? When you are not doing jihad, you are not a complete Muslim. Is that true? Are you saying that this is one of the five pillars of Islam? No, I don't say that. This is why the scholars say this is one of the five pillars, and exactly, and one of and they say it is one of the part of the pillars. This is the sixth part of the pillars, the jihad. Okay, so what are the five pillars of Islam? Do you know them? Yes, shahada, salat, zakat, zaum, hajj. Okay, do you know the six pillars of Iman? You can tell us. You doesn't have iman because you are not ready to die for Allah. You know, in war. No. You are not. You are not. Muslim. You're wrong. No, you need to know this. No. I'm telling you. I'm teaching you here. There's six pillars. You are a teacher of Islam. There are, yes, I do da'wah. Okay, where do you study Islam?
Okay, I'm trying to get something into you. You're not listening to me. No, you are an internet Muslim. You never see a university from inside. So you've told everyone here that you're ex-Muslim. Don't lie to me, please. You are a Muslim who lives his life for brother, his own and you do not jihad. Huh? To be honest with you, my 7-year-old daughter is more of a Muslim than you used to be because you said you didn't pray. Where do you study? In which country? I'm in Australia. Okay. In Australia you study Islam? Yeah. Yeah. What is that for a study? I thought you have to study in Egypt or Mecca. You know where you can study? Yeah, the simplest thing to study in Islam is Quran and Sunnah. You can get that from anywhere you want. What is the name of the school? What is the name of the school in Australia? Markaz Abu Bakr. Markaz Abu Bakr? Yes. Is that a mosque or what is that? It's a markaz where they educate you as well. They educate you. So who do it better? Asking you, when you live in an Islamic country and you know Sharia from the Saudi sheikhs, or like you did? Yeah, my teacher got his knowledge from the Saudi scholars. Can you name me three Saudi scholars? Ibn Baz. Today. Muhammad Saleh al-Munajjid al-Uthaymeen. Alive today. I don't know. Okay. So can you tell the audience that you are not a practicing Muslim? Sheikh Al-Arifi is still alive, Al-Arifi? Yeah, so can you tell the audience that you were not a Muslim before? No, I was a Muslim, but Muhammad said every human being is born as a Muslim. How you dare to say fitra. No? Yes, that's true. It's a fitra. Yeah. Huh? Yeah, yes, perfectly. Yes. But when you hit age of discernment, when you hit age of discernment, okay, when you hit age of discernment and you do not pray, you are not a Muslim. Okay, tell the audience. Don't tell it to me. I told the audience. All of the munafiqin say, I'm a Muslim. I said, you're not a Muslim. All right, here's to the audience. Dear audience, if you call yourself Muslim and you don't pray your 5 daily prayers, you are not a Muslim. Seht ihr? Habt ihr zugehört? An die Muslime, er selber ein Muslim. Er sagt, die Muslime, fünfmal am Tag betet, ihr seid keine Muslime. Warum? Weil Mohammed gesagt hat, das, was uns und die Ungläubigen trennt, ist das Gebet. Wer es untersagt, ist einer von ihnen. Ihr seid alles Kuffar, seid ihr. Habt ihr es verstanden? Yeah, so, now you're a Christian, right? And to shed their blood is okay, my friend. To shed the blood of 99% here living Muslims is okay, who refuse to pray. Okay, if they live in Sharia, it's a different story. Tell the truth to them. You have to say. No, so you keep cutting off, man. You call yourself a Muslim. To be Muslim, you have to do your 5 daily prayers and you can't do shirk. Brother, you keep cutting off. Okay, when some Muslim refuse to pray and say, I don't want to pray how you want, let me pray when I want. And you say, no, that is not Islam. You have to pray because when you don't pray, we kill you. Is that right? No, we yes. don't. I don't. Have to take his name? No. Be honest. No, tell the audience, yes, Dr. Sheikh Abu Amir, tell the truth. When you refuse to pray, you have to repent. When you refuse to pray, you're not Muslim. That means they are kafirs, huh? If a person thinks that he's Muslim and he does not pray, then yes, he's a kafir. Muhammad, peace be upon him, said that if you do not pray, you are one of them. Yeah. But here's a question for you. Can I ask you a question? Yes, but you have to tell the audience in Saudi Arabia, the rules are when someone is
caught by this act, who doesn't pray, the law of the land, the Sharia law, says who that you should kill this Muslim, who is lazy, no, who don't want to pray. No, no, Sharia don't go knocking on everyone's door and live with them 24/7 to know if they pray or not. Only Allah knows. Okay. Under an emir, tell the truth. Under an emir, that is a punishment for those who refuse to pray. Is that right? Okay. Tell the truth. Don't make taqiyah and something like this. All right. Can you give me a source? Can you give me a source in Saudi Arabia that do that, please? Sheikh Muhammad Salih Al Munajjid said that. Sheikh Muhammad Salih Al Munajjid is a thousand times bigger than you. Okay, can you show me in Saudi Arabia when someone has been unalived for not praying? Can you show me that? I can show you the fatwa in which Sheikh Muhammad Salih said, a Muslim who refused to pray, you have to kill him. This is a fatwa. You said this happens in Saudi Arabia. Can you show me the last time someone's been unalived for not praying? Sharia. This is the law of the Sharia. Can you show me someone? Bring me the evidence that Sheikh Muhammad Salih is an idiot. Did I say he's an idiot? What? I don't even know what you're talking about. You have to refute your own Sheikh. Okay, can you show me where this scholar said? Let me talk. Your Sheikh, who has 100 million follower. Why do you keep talking? Not let me respond. Can you show me a fatwa from? Why you respond to me? Respond to those. Because you made the claim. Who is higher, you or him? You made the claim. Answer me. Who is higher, he or you? Okay, I'm asking you to show me reference. Okay, I show you the fatwa. Is that okay? All right, show me the fatwa and show me the last time someone was unalived for not praying in Saudi Arabia. Because you said in Saudi Arabia they get unalived for not praying. Can you show me, please? And when you said you were Muslim, were you born in a Shia family or a Sunni family? I'm from a Shia family. Ah, so you weren't Muslim anyway. You are not a Muslim because the Shia destroyed Sunni Islam. No, Shia is a kuffar. No, they say you are kuffar. Who has right? No, because they do shirk. Should I bring a Shia here and he refute you in 1 minute? And you can bring a Shia. You can do what you want. He ripped the floor with you. You can't go in your own sources. So what happened with you is you were Shia and then you became Christian. So you went on, you went no, from one I side of the Jannah. I said I was born and raised in a Shia family, but I interested in Sunni Islam, you know? Yeah. Yeah. So you went from one side of a Jahannam to the other side of a Jahannam. No. You are in Jahannam. You believe that Allah makes your penis endless like a palm tree. But do you believe in a God? Who is in real Jahannam? Do you believe in a God that has a penis? You believe in such garbage. Do you believe your God has a penis? Allah has a leg. Has Allah a penis? No, but he doesn't have a penis. Does your God have a penis? Go, please go away. Allah has a penis. Yes, okay, yes. please. No, ist das heftig, ey. Richtige Filmriss. Seht ihr, wie der Sunni auf einmal so Shia beleidigt? Aber wenn ein Shia dann hier drin ist, der auf einmal keine Chance gegen den hätte. Warte, aber das muss ich euch finden.
Die Fatwa von Sheikh Mohammed Saleh al-Munajjid. Fatwa Nummer 14231. Und die Leute haben es schwarz auf weiß. Fatwa Nummer 14231. Und selbst Abu Najih hat damals sogar darüber berichtet. Das ist unglaublich. Guckt euch das bitte an. Achtung. Unfassbare Religion. In Saudi-Arabien von einem großen Gelehrten gibt es eine Fatwa mittlerweile. Fatwa heißt Urteil. Aha, ein Urteil. Wenn der nicht betet, man muss ihn ermahnen. Ermahnen. Und nur drei Tage Zeit. Drei Tage Zeit. Wenn er immer noch nicht betet. Wenn er immer noch nicht betet, muss getötet werden. Muss getötet werden. Muss getötet werden. Der muss getötet werden. Das ist ein Fatwa. Und wir haben das schriftlich. Schwarz auf weiß. Und wir, das ist eine Fatwa. Wisst ihr nicht, wie gefährlich? Da kommt dieser Typ aus Australien bei mir rein und sagt, ja, wo hat er das denn gesagt? Ist das krank? Wir haben das. Lass mich noch was für euch lesen. Guckt euch das mal bitte an in der Maliki-Fiqh-Auslegung. Jemand, der sich weigert zu beten, wenn jemand nicht abgefallen ist, aber das Gebet bekräftigt und dennoch sagt, ich werde nicht beten, wird ihm eine Frist bis zum nächsten Gebet gegeben. Wenn er nicht betet, wird er getötet. Das ist eine der vier Rechtsschulen des Islams. Maliki-Fiqh. 37.19d. Das sind die Aufforderungen, wenn man das Blut eines Muslims vergießen darf.
bei Sandaka, ein Sindik, bei Zauberei, Apostasie, jemand unterlässt das Gebet. Jetzt gibt's hier weiter, nicht aus Verleugnungen beten. Ach ja, 37, 19g, nicht aus Verleugnungen beten, jemand, der das Gebet aufgibt, weil es seine Pflicht leugnet, ist wie ein Abtrünniger. Er wird gebeten, 3 Tage lang Buße zu tun. Wenn er nicht bereut, wird er getötet. Das ist einer der Rechtsschulen des Islams, Maliki. Also das sind Millionen von Muslimen, die das ernst nehmen. Millionen! Ist das krank? Die Schafis sagen zum Beispiel, den Islam zu verlassen, ist die hässlichste Form des Unglaubens, Kufr. Und die schlimmste, es kann durch Sarkasmus geschehen, wenn jemand gesagt hat, schneiden Sie Ihre Nägel, das ist Sunna. Und er antwortet, das würde ich nicht tun. Selbst wenn es so wäre, im Gegensatz zu dem Fall, dass ein Umstand vorliegt, der ihm vom Glaubensabfall entlastet, etwa wenn ihm seine Zunge davonläuft oder wenn er jemanden zitiert oder aus Angst sagt, wenn eine Person, die Pubertät erreicht hat und geistig gesund ist, freiwillig vom Islam abfällt, verdient sie den Tod. Ist das zu fassen? Wenn eine Person, die die Pubertät erreicht hat und geistig gesund ist, freiwillig vom Islam abfällt, verdient sie den Tod. Unfassbare Sekte. Also wir haben hier in diesem Land hunderte, also Millionen von Muslime, die eigentlich ja eine Nackenbehandlung bekommen müssten. Wahnsinn, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen, in Manhaj al-Talibin von An-Nawawi sagt Imam An-Nawawi, jemand, der den Prophet, also jemand, der Mohammed verleumdet oder einen der Propheten des Islams beleidigt, wird getötet, ohne dass ihm die Chance zur Reue gegeben wird. Das heißt, wenn du sagst, ich lehne Mohammed ab und ich glaube nicht, dass Mohammed ein Prophet ist, Kopf ab. Was ist das für eine Religion, Mann? Und diese Religion wollen wir hier nach so nach vorne bringen. Komm, lass uns diese Linken und Grünen. Ja, das ist ein Albtraum, ist das ehrlich.
guck mal, was Sheikh Ibn Baz sagt. Guck mal, ich zitiere mal Sheikh Ibn Baz. Hier hat ihm jemand eine Frage gestellt. Verhalten gegenüber Verwandten, die nicht beten. Ich habe einen Schwager, der selten betet. Ich lebe bei der Familie meines Ehemanns und die weiblichen Mitglieder seiner Familie sitzen mit ihm. Auch wenn er Imam betet. Was soll ich tun? Ich bin keine seiner Verwandten, Mahram. Gibt es für mich irgendeine Sünde, weil ich nicht die Fähigkeit besitze, ihm einen Rat zu geben? Antwort. Wenn er nicht betet, dann verdient er es, dass er geächtet wird. Eine größere Form des Kuffel. Dieser entfernt einen vom Islam. Es ist wahr, selbst wenn jemand nicht verneint, dass es das Gebet verpflichtend ist, es entspricht der richtigsten Meinung unter den Gelehrten. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, das, was uns und die Ungläubigen unterscheidet, ist das Gebet. Wer es unterlässt, hat Gotteslästerung begangen. Dies wurde von Imam Ahmad und den Sammlern der Sunan mit einer wohlklingenden Kette überliefert. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, auch zwischen einem Mann und dem Kuffer Unglauben und Götzendienst ist das Unterlassen des Gebets. Dies wurde von Imam Muslim in seinem Sahih überliefert. Wenn also jemand die Pflicht des Betens verneint, dann ist er gemäß dem Konsens der Gelehrten ein Ungläubiger. Da ist es die Aufgabe seiner Familie, ihn zurechtzuweisen und zu ächten. Wenn er nicht bereut, es ist auch ihre Pflicht, seinen Fall dem Kadi-Richter vorzutragen, damit dieser ihn zur Reue aufruft. Wenn er bereut, wird dies von ihm angenommen. Wenn er nicht bereut, muss er getötet werden. Und zwar sagt Allah im Koran, wenn sie aber bereuen und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, dann gibt ihnen den Weg frei. Sure 9, Vers 5. Ihr schwebt in größter Gefahr, Mann. Rafft ihr das nicht, oder was? Wir haben es zu tun mit einer Religion, der von jeglicher Realität fern ist. Hello. Hello. I have a question. Do you support homosexuality? What? Do you support homosexuality? No, I don't support homosexuality, but I don't kill them. Okay, then why in the Bible does it say you're going to be a virgin for Christ? You can what? You're going to be a virgin for Christ. You're going to sleep with your God. You're going to have sex with him. Don't tell something like that, please. You don't embarrass yourself. You want me to show don't you? Don't embarrass yourself. Don't embarrass yourself. Don't, please don't embarrass yourself. You believe in a garbage heaven who makes Allah endless penis and 72 horny woman. Go to 2 Corinthians, read verse 2. You want me to read it for you? What? Go to 2 Corinthians, chapter 11, yes. Verse 2. It says, for I read, am jealous. Read it for us and everybody will laugh at you. Come, read it. For I am jealous over you with a godly jealous. For I have exposed you to one husband for that I may be for I may present you as a chastened virgin to Christ. You're going to be a chastened virgin for Christ. Talking about something you don't support homosexuality. It is spiritually, not physically, you idiot. Sorry for saying that. So why are you Muslims so? Wait, hold on. So you're spiritually. Do you have a brain? Do you have a brain? You're spiritually gonna have sex with your God. You doesn't see that this is a spiritual thing. You doesn't see that this is a spiritual thing. Wait, I got a question. I have a question. I have another question. Answer us our question. Why Allah makes your penis endless like a palm tree? You see, don't run. I'm here. Why Allah makes your penis endless like a palm tree? Answer my question. I have answered you. Answer me. Now it's my turn. Yeah. Come down. You are here right off the chair. I mean, no problem. I'm here to handle all of you. No problem. We will handle you. No problem. You have sex with men. Come here to me, and I answer you, and you have to answer me. That's what you hope for in heaven, right? Be quiet. Be quiet. You hope to have sex with Jesus in heaven, right? Why Allah makes your penis endless like a palm tree? So that's a problem for you?
It's not my fault you got a, it's not my fault you got a what little penis. What is that, the penis religion or what? It's not my fault. Now ask me why do you not support homosexuality? It's like a palm tree. So that's what for you don't what? Want, so that's hold, so tell me is it worse being a gay or having a penis? Why Allah make your penis like endless palm tree? Answer my question. Why you have sex with men? We have one question. Answer why us. Why you have sex with men? Why Allah makes your penis endless palm tree? For what? Because in heaven you get whatever you want. If you want that, you get it in heaven. Okay, whatever I want, when I come in Allah's heaven, I want to destroy your head every day. Everything is allowed. Allah, in the Quran, Allah says, وَمَسَحْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِّنِ. He takes everything away all... Everything is allowed. I want to drive with a Lamborghini. I want to drive with a Lamborghini with my 72 horny woman. Please be quiet. Do you understand Arabic? I want to drive my Lamborghini with my 72 horny woman. And I wanna make an incident with you. Bro, you wanna have sex with your God. You wanna have gay sex with your God. You wanna have gay sex with Jesus and stop talking. What the heck are you talking about? Do you understand man? Arabic? Do you have a brain or what's that? Do you understand Arabic? Why Allah makes your penis endless like a palm tree? Do you understand Arabic? I just what have to is ask the what is the reason for that? That I can better effing I just the told woman? You. I told you Allah gives you anything you want in heaven in Jannah. Anything but I don't want to have such a okay then you don't get it. If you don't want it, you don't get it. Now tell me do you have a choice? But do you have why a choice the God of the, why the heaven? God of the Bible doesn't say such a thing? Bro, the God in the Bible says you have to have sex with him in heaven. No, you no, no, no. You, oh my you goodness, think, it says right you here. Think you think not to be You oh think like Allah and Muhammad, they think of no. Okay, you know I'm gonna read it for you again. That I may okay, present read you as a chastened virgin for Christ. As a chastened virgin to Christ. Oh, you think this is physically, huh? So it's physically, so in your imagination. Huh? It's in your imagination. It is physically, right? Yeah. It is physically, it's in your imagination. Not spiritually, yeah. So what in your imagination, is wrong you with your brain? What is wrong? God. Do you think all the time of the 72 horny women or what? I'm reading from your Bible. What? I'm reading from your Bible. I'm reading your Quran. I'm reading your tafsirs. No. Show me where it says that in the Bible. Show me where it says in the Quran. Calm down, bro. We have a nice discussion. Yeah, calm down. Calm show down, me the bro. Verse, I'm here. I'm here for you. No problem. Show me the verse where it says. Show me the verse where it says your penis is gonna be a palm tree in heaven. Okay. Al-Qurtubi said that in Tuhfat al-Habib. No, that's not Quran. Don't come here, please. Do you know what Quran is? This is your imam. This is your imam. Al-Qurtubi. This is. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Show me the Quran. Show me the Quran. Stay to your religion. Okay. Let me ask a question. That you can go. Let me ask a question. Is Al-Qurtubi, is that Quran? He's your imam. Is Al-Qurtubi an idiot? Is he Quran? Al-Qurtubi is an idiot. Yes, yes. Thank you very much. Al-Qurtubi is an idiot. Did you see this mosque? You said it's when, Quran. When some is topics are Quran? Problematical, they force their own imam under the bus. All right. Now you know Imam Al-Qurtubi is an idiot. Look did at you him. Say you're going to show me from look Quran? At him. Show look from at Quran. The best example of a Muslim who did is embarrassed and did you throw tell me his own imam under the bus. Did you say you're going to show throw from his own imam under the bus? Did you say you're going to show from Tafsir? Or oh, from Quran? I told you, Tuhfat al-Habib Ashar al-Khatib. Did you say page, you're going to show from Tafsir on or from page 353? Did you say you're going to show from Go Tafsir and read or from for Quran? Yourself. Go and became the palm tree penis. Did you say you're going to show everything is allowed. Everything is allowed. You can't sleep with your own sisters. What's the difference between Tafsir and Quran? What's the difference between Tafsir and Quran? What is that for a heaven? What is that for what's a heaven? You can't sleep with your niece. You can't sleep with your and you're going to sleep with you a man. You can't sleep with your aunties. You can't Jesus sleep with your you nephews. You can't. You became little boys who are not bleeding. What is that, Surah 52? Yeah. What is that? Your God's going to bend you. Are you gay or what? Are you gay? Is the heaven for gays or what in Islam? That's literally your Christian heaven. Talk about the heaven in the Quran. It doesn't it's have the a chance Quran. By Dr. Sheikh Abu Amir. Are you homosexuality? What I should do with these little boys? It's show Surah me, 52 verses. Show me where you have homosexuality. It's Surah 52 show me where you have verses 24. Please explain okay. out. All right. Okay. All right, I said I give you a little boy. For what? All right.
If I, explain I don't to you, need are you gonna... boys. I'm not the pedophile. You know? If I show you, are you gonna answer my question? Why you sleep with your God? We are not pedophiles. We are Christian. We love God. You make us. You make God like an idiot. You make God so you like want me to show you right now in the Bible where you have to irrational sleep with little girls? Idiot. You know? Do you want me to show you in the Bible where you sleep with little girls? Do you want me to show you in the Bible? We sleep with little girls. We sleep with little girls in heaven. We sleep with little girls in heaven. Blame yourself. On earth. Bring it. Blame yourself. Let's go. Go ahead. We want to laugh. Bring it. I got you. You can laugh at your Bible all you want. I laugh at your Bible too. Every day. Leute, bringt ein Vers, wo Gott sagt, dass wir kleine Kinder im Himmel so beglücken können. Guck mal. Hi, look at my screen. Look at my screen. Oh, look! I look at your screen here. I make it big for you. Here, look. Make it big. This is Numbers chapter 31. Laugh all together. Numbers chapter 31. Numbers chapter 32 or 31. Go to verse 18. But all the women children that have not known a man, keep for yourself. For all women that have not known a man by lying with him, keep for yourself. So what do you do with the women children? What do you do with them? The what white, have the children. This to do with heaven, man? The children. This is on earth. What have this to do with heaven? Who Allah says you became little boys to F them. What are you pedophile you or what? Boys? What are you a pedophile? I think you are a pedophile. You told I me think to you are a pedophile. That's why you love your heaven in Allah's heaven. Host, what does that I word think say? I think you have a pedophile problem. Host, what does this say? Can you read? Yes. This is the Bible. It's not the Quran. It's the Bible. Yes, this is the Bible. Say? Yes. We talk what about the say? Heaven of Allah. We talk about the heaven. Is that what God promised us? Is that what God in the Bible in heaven promised us? Oh, listen, answer my question. Is it okay to sleep with children on earth? Who said that we sleep with them? Show me. This is the Bible. Show me where they say we sleep with them, you liar, filthy liar. All right. All the women children that have not known a man by lying with him, keep alive for yourself. What do you for do yourself, with them? Okay. Keep them alive for yourself. Who says we gonna F them? Are you stupid or what? Alright, so you're gonna play catch with them, right? And you know what is numbers, huh? You know what is numbers. You're gonna play catch, right? What? Of course I know numbers. It's in the Bible. You don't believe in it now? You don't believe in the Bible now? I believe all in everything sudden? What the Bible teach. You throw your own mouth under the bus. Not me. You believe, not you believe that you sleep with children. You said you're no, you believe you sleep with I'm children. Why you need some little boys who not bleeding in Surah 52 verses 24? Explain it to us. Are you pedophiles? Allah help the pedophiles to F little boys? Are you brainwashed or what? What surah? You said surah 52, right? So the surah 52 was 24. All right. Read it for us. What is that for a heaven? Who God give us little boys? Surah al-Tur. Read it for us. All right. What is that for a heaven? What verse? Are you pedophiles or what? What verse? 24. All right, 24. We're gonna start from. Don't come with context. You said don't go with context? No, you doesn't have a context in your Quran. All right, so look, we're going to read from verse 20 to 24. Read it from Mutaki. 22 or 20. No okay, problem. Shut up. Close your mouth. Shut your mouth. A'udhu billahi minash shaitana rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muttaki'een ala sururim masfufa wa zawajnahum bihurin een. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ويتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطاف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. So when he says, we'll read the verse that they will pass around each other a drink like pure wine. Now you're playing, man. You're a pedophile, man. And go out, pedophiles.
Habt ihr gesehen, wie der am Stottern war? Ja, stimmt. Allah gibt uns kleine Jungs im Himmel. Was soll ich denn damit? Kleine Knaben! Guckt euch das bitte an! Go away! What is that for pedophile garbage? What is that for pedophile garbage? Jetzt kommen die international noch! Hey, yo. Hör mal, hör mal! Wait, where are you from, brother? Listen, listen! إن الله وصفها وصفا دقيقا حتى وصف أثناءها فقال جل جلاله حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا. Oh, swelling breath for you. الله جل جلاله يصف الذنب حتى يعلمك ما في الجنة ولا حياء في هذه الأمور. Oh, there's not a shame to talk about it. It is a shame. There is no shame in talking about these things. Yes, Imam, it's a shame. حتى يجعلك تتنافس وتتسابق. إنها رسالة إلى من ضيع الجنة بشهوة ساعة. اسمع أثناء الحريات. كيف وكيف The breasts of the Virgin of Paradise are like pomegranates. Oh, brother. Brother. Yes. Okay. How are their dicks? Their dicks are like donkeys and their cum is like horse cum. Wait, we come there. Listen to your Imam. Look what he say. Here. Who are the lovers of the women? How many people have lost their promises, virgin, for the sake of the one unveiled whore? Listen. What's wrong with this? Look, again, what's wrong with this? Okay, wait, he's not finished. Look what he say. Brother, I'll say the same thing that the Sheikh has said. Wait. Allah said that the dwellers of paradise are busy. What keeps them busy? O Ibn Abbas. What keeps them busy? O Ibn Abbas. Ibn Abbas said they will be busy tearing humans. Is there sex in paradise? Yes. The Prophet Muhammad was asked, O Messenger of Allah. Again, what are you trying to prove? Bro, you become the strength of 100. By Allah, a man will have 100 virgin in a single morning. You're talking to yourself again. You're talking to yourself. What are you trying to prove? What's your point? What are you trying to prove? It is not our heaven. What is that for? What are you trying to prove? Again, you're speaking to yourself. Allah is Satan who promised you such a thing. Okay, what are you trying to prove? Again, you're speaking. Prove to you that Allah is Satan who promised you such a thing. Okay, are you Christian? Okay. I'm asking you,
Are you Christian? Yes, I'm asking you, what is that for a garbage, man? Can Satan rebuke himself? Can Satan rebuke himself? What is rebuke himself? Can Satan reject himself? I don't know. I doesn't know what you're talking about. Okay. So in the Quran, Satan is rebuked. Okay? In the Quran, is Satan rebuked? Yes, Satan is rebuked in the Quran. But okay. Satan have the power over your prophet. Okay, do you know what rebuked is? Don't say something like this. You know, Satan has the power and authority over your prophet. Again. You're missing the entire point of what I'm saying to you. Can Satan go against himself? He can go. What did you say? Can Satan go against himself? Why are you asking something like this? Because if you're saying that the Quran or Islam or Allah is inspired by the devil, so on and so forth. Matthew 12:26. What does Jesus say about what Satan can and can't do? If Satan drives out Satan, he is divided against himself. We don't speak about when someone has a demon inside. We speak about that your God promised 72 horny women who are there with swelling breasts, and Allah made it for my... Okay, not for you. Are you stupid or what? Okay, because most likely... You what are you talking about? We're talking about Apple. You come with... Okay, Sitcoms. You don't like that? You don't like that. Okay, Ezekiel 23. Now you change the topic. This is all time you Muslims do. How? Okay, why are you going to say something to... Why is it that Satan has the power over your prophet? Answer me. He doesn't. But look. Yes, he has. Okay, Satan. He let him recite Satan, the Quran. Did Satan trick Jesus? No, he had no power over Jesus. Look here. He tried to tempt them. Okay. Listen. Open your brain, what God gives you. Don't come here and embarrass yourself. Okay. You know Surah 22. Surah 22, so verses 52. Surah 22, verses 52. Shaitan has the power over your prophet. Goofy, are your, Goofy is dead. Man in the mirror. Go and look at Goofy, the mirror. Let me read this. This is your own Bible. How big was it? This is your own Quran. Surah 22, verses 52. You doesn't have clue about Islam. Yeah, Ibn Khinzir, look, Ezekiel 23:20. God bless you for your insult. What does it say? God bless you for your insult. Habt ihr gehört, was er zu mir gesagt hat? Habt ihr gehört, was er zu mir gesagt hat? Dieser Typ, da sagt er zu mir etwas gegen die Familie, ne? Ja, mit diesen Leuten kann man nicht reden. Ne? Das sind abgefahrene Teufel, Ja, der hat gesagt, Ibn Khanzir, ne? Also Kind von Schwein, so, ne? Da habe ich gesagt, Gott segne dich für deine Beleidigung. God bless you for your insult. Ja, siehst du das? Seht ihr, wie die Muslime sind? Nobody und so. Guck mal bitte, diese Leute hier. Alles besessene Leute. Sie werden alle zur Hölle fahren. Alle. Alle werden sie nach und nach in die Hölle fahren. Selbst ihr Koran sagt das ja. Sure 19, Vers 70 bis 72. Ja, seht ihr, als ich ihm gefragt habe, dein Prophet hatte, der Satan hat doch die Macht über deinen Propheten. Sagt er, nein. Sag ich, doch, Sure 22, Vers 52. Sagt er, nee. Die können es nicht ertragen. Die rennen zur Bibel, um die Bibel anzugreifen. Das Wort Gottes. Obwohl Allah sagt, ich bin derjenige, der die Bibel herabgesandt hat. Das Alte Testament und das Neue Testament. Guck mal, was die Muslime in der Lage sind zu tun, wenn es darum geht, die Bibel anzugreifen. Das ist denen völlig egal. Deswegen dürfen sie sich auch laut Al-Azhar-Universität den Hintern mit unserer Bibel abwischen. Wahnsinn, ne? Why you are so aggressive? Because it is my temperature.
I'm an oriental guy who explodes when someone come here up and lying about our Bible. We talk about A and he is talking about B. We talk about apple, he's going to pineapple. Satan has no authority over Jesus, but he has authority over your prophet. He let them recite Quran, and everybody knows the topic about the satanic verses. You know, to Surah 22, verses 52, Tafsir al-Jalalain. Huh? Everybody knows that this topic. Let's hit. Hello, bro. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Yeah, sorry, I don't speak German. Do you speak English? Ah, okay, you're another guy who is speaking with me in English. Okay, I try my best. Brother, so you're ex-Muslim? Yes, I left Islam for Jesus. Can you swear on the Holy Ghost that you were ex-Muslim? I swear off the Holy Ghost I'm an ex-Muslim. Okay. I say the Shahada, I tried my best to be a good Muslim, but I discovered for myself that Islam is the biggest lie I have ever seen in my life. Do you know the debate about was Jesus Christ crucified between Ahmad Didat and Josh McDowell? Not really, no. Go and search it in YouTube. You will bow down to Jesus Christ and you reject Islam immediately. When you are when you have a truthful heart, believe me what I'm saying to you. No, no, you know, I don't really. Well, you are scared. You're scared of the truth. No, bro. You have to use your brains. You know, you can't. I have used my brain. I just believe in a God. I just believe in a God. Forget about that. Forget about it. Let's just lay down the foundation. You're saying that God came down and he was drinking breast milk, yeah? Not what I'm saying, because God decided to be a man, you know? God decided to be a man, and he was a kid, a child, and he became a full-grown-up man. What's the problem? Your Allah doesn't... No, but logically, like, as a man, you are saying God came down, he was drinking breast milk. Is that a problem for you? When he became I'm just checking if you're mentally okay. I'm mentally okay. Why Allah has a leg? Has Allah a penis, brother, on his leg? Can you imagine? You know what I check that you are mentally fit. No, brother, can I? We say that? We think that God became a man, but your God doesn't have anything like a human. Is that right? But you know is that right? Is that right? You know the safest thing to say. No, the safest thing. Answer me. No, you say your God doesn't look like a man. Really? Is that true? Bro, the safest thing. Why is it that your prophet Muhammad said that I saw my Lord in the image of a curly young man? Huh? That is incorrect. What is that? This is a Sahih Hadith. It's not a Sahih Hadith, bro. Liar! How am I lying? It's not a Sahih Hadith. It is a Sahih Hadith. You are lying to us. Bro, how? Like every Muslim is coming here and lying about this religion, because nobody knows about this religion. No one of you. Listen. Now you have to listen to me. Listen, you are not in a position to tell me something, you know? Listen to you. Like your God became a man and he did you know that Aisha breastfeed? Did you know that Aisha breastfeed the young of Quraysh? I've listened to you. No, you have to listen to me. I've listened to you. Listen to me, mate. Listen. Okay, is that true? Is that true that Aisha breastfeed young man? Bro, don't go in defense. No, bro, answer me. Don't go in defense. Answer me. I have a question for you. Don't go in defense. Go in the defense when you are. Relax. No, I'm relaxed. I'm perfect. When you go, when you stand in front of the creator, my man, I'm so relaxed. But why? But why Aisha breastfeed the young of Quraysh? No, listen. Are you serious? No, listen. Answer my question.
Answer my question. Go ahead. You're saying, don't change the topic. Don't change the topic. Listen, look how scared this guy is, man. I swear you're scared for your life. So heftig. Why I shall breastfeed the young of Quraysh? You need God. You're saying seriously, God, I believe you came down and you was drinking breast milk. You seriously think that? Okay. You seriously think that Allah has a leg, Allah has a foot, Allah have two right hands? What the heck is wrong with you, bro, man? Can I ask you, do you fear the creator? Do you fear God? Do you fear the creator? You fear God? Yeah, I fear God. Yeah. I don't say he's drinking. Why you make your God so joke? I fear God, but you why don't fear God. Why is it that your God showing himself like a hybrid, you know? No, God didn't, you know. No, Allah said he have a leg, he have a foot, bro. He have two right hands because the left hand in Islam is dirty. That's why he doesn't have a left hand. That's your wrong understanding. Yeah, you know what's clear in the Quran? Your Prophet Muhammad said that. Listen, brother, you know what's clear? No, listen, brother. Should I tell you what's clear then? I'm telling you that you don't want to listen. Listen. Does Allah have a leg? What is clear in the Quran? Does Allah have a leg? Answer me. No, he doesn't. No. A liar, Surah 68, verses 42. What does it say? What does it say? Go and read it. Should I read for you the Sahih al-Bukhari where your Prophet said that Allah show his leg? Don't say Bukhari. Read the Quran. I read it the Quran for you, Surah 68, verses 42. What does it say? Read it. Go on. Okay, read it for us. I make you on the big screen. I've got my phone only. I can't read it. So you read it. I can't read it. Now you can read it. Listen, you're saying it. I'm waiting. Yeah, I say to you, go and search it. Okay, so you can't read it, so forget about that. And don't talk about no, it. No, we don't talk about it. Forget about it. I know your tactics. Let's talk about facts, because obviously you can't bring it forward. I talk about facts, because when I'm talking with proofs. When you are talking, you're talking like a little kid. I haven't said nothing. Yeah, do you know when I'm talking with references that you can go and research it? I'm asking you for the reference. You're not saying nothing. Yeah, I gave it to you. Surah 68, verse 42. Read the tafsir of Ibn Kathir. Read it. Read it for us. Why you want me to read it? You're the one saying it. If you are the Muslim. You're the one saying it, so read it. You read it. You have a beautiful voice. Maybe you can recite it for us. You have a beautiful voice. Maybe you can recite it. Maybe you can recite it. Bro, you're saying things. You're not backing up, man. Come on. Bro, come. Allah said you became Hasanat when you are reciting to the Quran. Go. Bro, are you saying that when Jesus came down, they were changing? Now he changed the topic. We were talking about this from the beginning. No, we are talking about Allah's leg. We are not finished. We were talking about this from the beginning. No, you said he don't have a leg. But I say yes. The Quran said so. No, we're talking about... Allah said in Surah 68, verses 42, Allah will show his leg. What leg are you on about, mate? What leg are you talking about? I want to show you that Allah is a human, has human bodies. Who told you that? I mean, Prophet Muhammad. Where? In Sahih al-Bukhari, in Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, At-Tirmidhi. You're saying random verses. Go read it for us, man. We want to know what you're talking about. Okay. Should I read for you the hadith of Sahih Bukhari? Yeah. Read it for us, yeah. Okay. Wait a minute. Dr. Sheikh Abu Amir is coming for you. Wait. Okay. This guy went from where you can write it. Do you want to write it down? No, read it for us. Read it for us. Okay, I want to give you the proof that you can read from your own, but I'm reading now. Everyone can hear. So just read it for us. Okay, for the audience, Sahih al-Bukhari 7439.
Sahih al-Bukhari 7439. And it says, it is a this is long hadith. I go into the part. Here. They will say, we parted with them in the world when we were in greater need of them than we are today. We heard the call of one proclaiming, let every nation follow what they used to worship. And now we are waiting for our Lord. Then the Almighty will come to you in a shape other than the one which they saw the first time. And he will say, I am your Lord. And they will say, you are not our Lord. And none will speak to him then but the prophets. And then it will be said to them, do you know any sign by which you can recognize him? They will say, the shin. And so Allah will uncover his shin, whereupon every believer will prostrate before him. And there will remain those who used to prostrate before him just for showing off and for gaining good reputation. Do you know now that Allah has a shin? You will bow down to a shin. What are you talking about, me? What are you talking about? I'm reading for you, Sahih al-Bukhari. Now you are shocked. Now you are shocked. I'm because sure. You doesn't know that Allah has body parts. What are you talking about, me? Okay, go. Do you see how you get a knockout? Go out. Habt ihr gesehen? So schnell macht man das, wie man diese Leute kennt. Dr. Shera Wamin macht den Fahrt schon. What are you talking about? Das war seine Antwort. What are you talking about? Allah says from his own he has a leg. Your prophet said that. Sahih al-Bukhari hadith 7439. Allah has body parts. That's why we say your God is a hybrid. He has a leg, he has two right hands, he has a shin, he has a foot. What you make about of God? Das ist so krank, ey. Selbst die amerikanischen Muslime kriegen auch nochmal von mir eine Packung, ey. Wallah, gib falsche Quellen. Hab gerade nachgeschaut. Guck mal, was das für einer ist. Ey, das sind alles solche Lügner. Krank. Blamage für euch alle. Blamage für euch alle. Blamage. Wo steht das? Sahih al-Bukhari 7439. Das ist der Kontext zu der Geschichte im Koran, Sura 68, Vers 42. I love your English. I love my English too. It's funny, but it's okay. It's enough to knock out the Muslims in a friendly manner, you know. Come and give me a kiss left and right. Guck. Die werden abgefertigt. Your God worship my God, you know. Your God worship my God. No, your God is under the feet of my God. Your Jesus. My God is over your God. Jesus and your God, my God. My God, tell me in Revelation 20:10. Wait, bro. No. Wait, my God, wait. Tell me that your prophet your and your Jesus, God is in hell. Your Jesus. Do you know? Let me speak. Do you want that I show you? Do you know? Do you want that I show you? Went to toilet. Your Jesus went to the okay. Toilet. Yeah, okay. The toilet. Your Allah goes to on the toilet. Your Jesus. Seht ihr, wie sie sagen, wir haben Respekt für Jesus. Merkt ihr? Solchen Respekt haben sie vor Jesus. Es ist Sunan ibn Majah 1944. A tame sheep came in and ate the Quran. Your God even can handle a sheep. Who wanna eat his Quran verses? This is the Almighty Allah. The Almighty Allah doesn't handle
Tame Cheap. Jesus is my prophet. That's the next Muslim. Jesus is my prophet. Hey, you said he didn't have respect because he asked you why your Jesus go. You're the one who don't respect yeah, God. Yeah, because God I know what he's talking. Your God goes to the toilet. It's true. Jesus went to the toilet. Why are you so mad about this one? He's a man. What should I say to you? You know Ezekiel 1:27. Your God, he showed his testicles to Ezekiel. Ezekiel 1:27. You know that Allah has a penis. It says loins. You know that Allah has showed his testicles to Ezekiel. Did your prophet Muhammad kiss the little penis of Al Hassan and Al Hussein? No. Your God, he showed his penis. Did your prophet Muhammad kiss the penis of Al Hassan and Al Hussein? Go ahead, read Elisha, the little boy. He put his mouth on his now mouth. You wanna hand on his hand, now you want to change the topic. You want to talk about penis and something like that? No problem. We can talk about penis. Alicia, it's no problem for me. Now, see how low class you are. How low class you are. Guys, we can't have a normal dialogue with you. A normal dialogue is impossible with you. You know? Explain 2 Kings 4:34. Explain. A normal dialogue is impossible for you, my man. Hand on his hand, eye on his eye. Little boy. 2 Kings 4:34. Little boy, yes. Little boy who kissed the penis of little boy. Yes. Evil spirit. Man kann nicht einen normalen Dialog mit denen führen. Merkt ihr das? Einstecken kannst du nicht, aber wenn der mich die ganze Zeit übertönt und man nicht mit dem reden kann, natürlich bringt das dann nichts. Was soll ich denn mit dem da noch reden? Ist der vernünftig und ist erstmal ruhig und kommt erstmal normal rein? Hallo, na, wie geht's? So, ganz normal. Nein, die gehen direkt auf Angriffsmodus. Natürlich gehe ich auch direkt in die Verteidigung. Sofort. Meinst du, ich lasse hier zu, dass einer von uns Christen sozusagen runtergemacht wird und der Herr Jesus Christus unter irgendjemanden steht? Nein, der Herr Jesus Christus steht über seinem Gott, über allen Propheten und über der ganzen Schöpfung. So sieht's aus. Das sind wir unseren Geschwistern schuldig, dass sie von den Muslimen eiskalt so unterdrückt werden und wir nicht mal die Cojones sozusagen besitzen, diesen Leuten Einheit zu gebieten und zu sagen, ja, du feuerst gegen uns, dann feuern wir zurück. So ist das. Dr. Scherer, aber mir goes international. Ich gehe kaputt, das ist so krank. Die wollen alle zu Dr. Sheikh Abu Amir rein. Come here, my dear Muslims. Give me a hug and a kiss, left and right. Say to me, I love you, Dr. Sheikh Abu Amir. Wer ist der Nächste? Ja. Boah, ich krieg gleich keine Luft mehr hier drin, ey. Dankeschön, ihr Lieben, für alles, was ihr macht. Ne? Möge der Jesus Christus euch segnen, büten und beschützen. Als Nächstes Mohammed Hijab. Ja, Elijah means God is with us. It doesn't say that, CP. Ich würde gerne mal mit Farid Response mal ein bisschen reden. It doesn't say that, CB. Was für eine Detonation ich auslöse, ne? Dass das bis in die internationalen Schiene geht, ne? Dass die amerikanischen Muslime jetzt auch noch auf den Gedanken kommen, hier bei mir reinzukommen. Ist das zu fassen? Ihr müsst euch mal vorstellen, wie weit das Ganze gegangen ist, ey. Hey, Bro. Hey. Listen, the guy that came
like 10 minutes, 15 minutes before. I think it's one guy from TikTok, Omar. His name is Omar. Yeah. That was trying to lie about number 31, you know? Yeah. Because if you go the Jewish translation, the God ordered to the Jewish warriors to take just a little children, you know, but not to F them, like kids' dirty minds was thinking. I know. No, yeah, the topic was about the heaven. And then you said, I show you where your God said you can sleep with little girls in heaven. I said, okay, show me. Crazy. Yeah, I know this guy. He speak, you know, one day he tried to make on some live fun of me. So I make little reputation with my friend of him, make him donkey. And after a couple times he speak with me, now he speak with, you know, respect. It's like he respect people, I think, who can refute him. But basically what he's talking about is that in Numbers 31, the Jews like take that girls, you know, to sleep with them. No, it was little children because they were uncorrupted. They was not touched by a man that they didn't participate in some pagan rituals that was taken. And yes, after they grow up, they could be Jewish like woman, even the slaves in that time, they had the slaves, but not before they grow up. Because if you look at the Jewish customs and the Christian customs and everything, nobody was crazy to have little 9-year-old girls like in Islam, you know? And I can even prove it from the Jewish scripture, from Talmud, from the Targums, I think even, but from Talmud mainly. And it was crazy, you know? But about satanic verses, they don't believe it, you know, like... It's a big problem in Islam. This topic is the biggest problem because Muhammad committed an unforgettable sin, you know, shirk. Yeah, I know that. That's the problem. And guess what? They are trying to just to make my camera here. Look at this, bro. I have a bunch of the books. You see, Aldur Al Mantur screenshot, even the page and everything. Yes, this one, Imam Suyuti, Aldur Mantur. Yes, that Sahih Hadith quoted from Ibn Abbas. it's a trustworthy, and it's not just him, you know. I hear Askalani said, even Temia said that this is right. Rob Christian know that very good. This is like Haitami, brother. This is Al-Haytami. You know Arabic, right? This is the page. In Al-Haytami book, you can find it. And it said Sahih, right? The man in the pants are Sahih. It's not like some... Now this is even automatic translation I put. Well, what does it say there? Basically that Ibn Abbas, when we do it like automatic translation, Ibn Abbas said that he received satanic verses, that devil put on his tongue satanic verses about Allah Taluza Al-Manat, and after that Jibril came and said I didn't tell you that it's from did Satan. You see that, Muslims? Did you see that, Muslims, that your prophet bowed down to Allah Al-Uzza Al-Manat and this narration is Sahih? Huh? And an authority of Ibn Abbas, Al-Tabarani, Sahih, the chain is Sahih. And you trust your soul, this man? This is blindly following. Yeah, bro, look at this, bro. This is like a nail in the coffin because they said it's daif. Look at this. This is from Bukhari, commentary on Bukhari, right? Look at this. They didn't translate it. Yes. Look how dishonest these Muslims are. Look at the dishonesty. Sahih from Ibn Abbas. Look at, I use automatic translation. Satan was cast in death. They throw the devil in his speech. Satan's throwing his speech. Everyone knows the satanic verses. Yeah. Even in Islam. And you know what, brother?
They still said like, no, it's not true, even to me. It's not true. To me, yeah? Brother, it's not true. Everything that is embarrassing is not true. It's a lie. It's naive. It's this and that. Yeah. Look at Ibn Taymiyyah, bro. Famous Ibn Taymiyyah even admitted that is right. Even Ibn Hajar Asqalani also said, the Prince of Hadith. And Dr. Sheikh Abu Amir said it also. Yeah, look at Asqalani. Everything, brother, everything. Asqalani, his book also. Crazy, brother. And they said, oh, look, Jesus was tempted. No, it was not tempted. Satan tried to tempt him, but he failed. But he was successful by Prophet Muhammad. Crazy, bro, crazy. What a crazy religion. When I was younger, I thought it was like similar to Christianity, okay, some difference, but you know. But when I start to read in the books, going deep, I said, what is this, bro? What is this? Come on. Oh, boy. Crazy. Okay, crazy. God bless you, brother. God bless you, too. Hör mal, ich habe eine Frage. Wenn ich Allah erkennen solle, wie soll ich denn sein Schienbein kennen, wenn ich den nicht kenne? Sein Schienbein habe ich noch nicht gesehen. Das fragen wir uns auch die ganze Zeit. Also, wie haben die denn das Schienbein denn vorher gesehen? Hat Allah sich gezeigt oder wie oder was? Oh meine Güte. Also ich kann nur euch sagen, hör mal Leute, ich habe schon wieder ein Zeugnis euch zu berichten. Meine ganze Familie hat sich heute bei mir gemeldet, die von mir abgewandert hat wegen dem Islam. Und ich habe mit Amir heute Morgen darüber gesprochen und ich habe auch darum gebeten, schon seit 2 Wochen. Und meine ganze Familie hat gerade sich bei mir gemeldet, von Schwester bis Bruder, alle haben sich gemeldet. In dem Fall habe ich auch dank dafür ganz viele Morddrohungen durch meinen Ex. Ich glaube, der hat das jetzt ja gerade alles mitgekriegt. Seine Familie drohen mir jetzt auch. Aber ich wollte nur fragen, den Muslimen, wie soll ich denn bitte den Schienbein von Allah erkennen, wenn ich den noch nie gesehen habe? Das wollte ich wissen. Wenn ich Gott sehe und sein Schienbein sehen soll, wie soll ich den erkennen? Ja? Also ich wollte dann nur sagen, Amir, was ist hier los? Was sind das für Menschen? Und ich habe ganz viel Morddrohungen. Und ich habe hier gelesen, dass das eine Metapher sein soll, dass man, ich weiß nicht, also ich habe, wie gesagt, den Koran sowie die Bibel gelesen und wie soll ich den Gott erkennen durch sein Schienbein? Ich habe auch ein Schienbein. Amir, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Also Amir, ich habe jetzt seit heute Morgen ganz viele Morddrohungen von der Familie seitige von meinem Ex. Ja, das ist doch wundervoll. Wundervoll, oder? Also was wundervoll. Man, was der Islam ist. Also warte mal, ich hole mal jetzt ein jemand anderes rein. Ja, Gott segne dich später. Also, ja? Gott segne dich. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Amir. Ja. Sei ehrlich, deine Haare, die hat ein Moslem geschnitten, ne? Ich liebe meine Muslime, die schneiden die immer sehr gut. Wissen die von deinen Videos? Alle, ach, die kennen mich alle, die lieben mich. Ja, feiern die das? Ja, hallo? Ich bin Dr. Sheikh Abu Amir. Krass, ja. Ich kenne dich auch nur wegen ABK. Siehst du? Und sag ehrlich, du liebst mich, hä? Sei ehrlich jetzt. Sag Dr. Sheikh Abu Amir, ich liebe dich auch. Sag es. Cool.
Du bist schon sympathisch, also. Ja, siehst du. So will ich dich haben. Möchtest du uns noch was sagen, mein Lieber? Nein, Bruder. Okay, Gott segne dich. Ich hoffe natürlich, dass du dich ein bisschen mit den Evangelien beschäftigst. Das würde mich sehr, sehr freuen, weißt du. Dann mache ich das, wenn dich das freut. Gott segne dich, mein Lieber. Ciao. Ciao. Ja, das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jesus, my prophet, is with us. Jesus, my prophet. No, he is not with us. Jesus, my prophet, is not with us. Assalamu alaikum. Was? Amir. Ja. Hast du immer noch deinen Taucheranzug an? Was habe ich gemacht? Deinen Taucheranzug von ABK. Den bewahre ich mir noch für die anderen Streams dann auf, ne? Ah, ich verstehe. Wenn es wieder heißt, abzutauchen, einzutauchen, abzutauchen, wie auch immer. Darf ich ein paar Sachen fragen? Ja, klar. Ich habe ein Video gesehen, wo muslimische Männer auf der Straße waren und den Koran verteilt haben. Da bist du ja dazwischen gekommen und da sind ein paar Mädchen gekommen, die wollten den Koran lesen und du hast irgendwie halt davon so abgestritten, den Koran zu nehmen, weißt du? Und das fand ich nicht korrekt von dir. Ich respektiere die Christentum. Ich hab gesagt, du hast das nicht gesehen, als ich bei Abu Najim war, meinst du, ne? Ich glaube schon, ja. Ich respektiere den Christentum. Ich sag auch nicht gegen den Christentum. Aber ich hab zu denen gesagt, gib's doch auch mal die Bibel. Das ist doch auch das Wort Gottes. Da hat die gesagt, ja, ich war Christin. Ich bin Muslimin geworden. Ja, aber so, dass du halt, während die den Koran nehmen und dann auch sagst, ja, aber liest du nochmal die Bibel. Das ja, ist doch korrekt, dass ich denen das auch rate. Ist die Bibel nicht laut eurer Theologie das Wort von Allah? Ja. Also mach ich da nichts Verkehrtes, oder? Naja, aber so genau vor dem Koranstand zu stehen und dann das zu sagen, das ist nicht so die verkehrte Art, finde ich. Nein, das war schon in Ordnung, dass ich gesagt habe, liest doch auch mal die Bibel. Ich respektiere jede Religion, aber ich will den ganzen Zuschauern, die hier sind, sagen und dir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadin Rasulullah. Allah ist der Größte und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Ja, wie willst du denn etwas bezeugen, wenn du das nicht gesehen hast? Wie hast du denn gesehen, dass Jesus gelebt hat? Ich habe historische Fakten. Ja, hast du es gesehen? Mohammed? Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Frage ich habe Beweise. Ich habe es gesehen. Also du sagst, aber du sagst, ich bezeuge. Ich habe doch niemals gesagt, ich bezeuge. Also hast du ein Bild, wenn du sagst, du hast einen Beweis? Hast du ein Bild? Hast du Jesus ein Selfie gemacht, oder? Du sagst doch, ich bezeuge. Ich habe niemals gesagt, ich bezeuge. Du hast doch gerade irgendwas mit Isa Yassalam gesagt. Was habe ich gesagt? Mit Isa Yassalam. Mit Isa Yassalam? Ja. Machst du jetzt genauso was? Dann kannst du nicht mal Aleyhissalam ja, sagen. Was ist denn bloß los mit euch Muslimen, ey? Was soll nicht denn mal, so nicht mal richtig Salawat könnt ihr von einem Propheten sagen. Du warst doch nie ein Moslem. Nicht einmal könnt ihr das machen. Du warst doch nie ein Moslem. Ja, nur du bist ein Moslem. Du bist der einzige Moslem hier. Du hast in deinem Rap-Song eine Jesidenkette an. Du warst doch nie ein Moslem. Wie kommst du denn darauf, dass das eine Jesidenkette ist? Wie kommst du darauf? Ich kenne dieses Zeichen doch. Ich habe doch jesidische Freunde. Ja, aber das ist doch nicht Jesidenkette. Warum bist du so? Verkaufe dich für dumm. Amir, du bist immer noch ein Moslem. Du musst so sein, wenn du sowas sagst. Amir, du bist immer noch ein Moslem. Du hast deine Hausaufgaben leider nicht gemacht. Du sprichst also das nach, was die anderen auch sagen. Also so ein richtiger Mitläufer. Nein. Doch, du bist ein Mitläufer. Gibst du, sagst du, ja, Amir, du hast recht. Ich habe so ein bisschen was von einem Mitläufer. Ich habe nur deine alten Videos geschaut und gesehen, dass du, das hat doch ABK gezeigt, dass du diese Jesidenkette anhattest. Ja, aber das ist doch keine Jesidenkette. Hast du dich doch schon mal schlau gemacht, was das für eine Kette hab ist? Habe ich. Ja, aber wieso sagst du Jesidenkette? Weil das hat doch nichts mit Jesiden zu tun. Doch, hat es. Nein. Du bist immer noch ein Moslem. Du bist nie konvertiert. Jetzt bin ich immer noch ein Moslem. Komm, ey, bitte. Ja. Ich kann diese Geschichte machen.
So, ihr Lieben, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen offline und so Gott will, komme ich dann später nochmal, ja. Ich bin jetzt erstmal fix und fertig, ey. Die ganzen Gespräche haben einen mitgenommen. Das macht Wahnsinn, ey. Gott segne euch und eure Familie, möge der Jesus Christus euch segnen, lasst euch nicht vom Islam hereinlegen. Ihr wisst, der Herr Jesus bleibt die einzige Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. Er selber sagt es in Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und deswegen halten wir an dieser Botschaft fest. Danke, Herr, dass du die Wahrheit bist in Person. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Ciao.